Ich bekomme gerade das Signal, dass wir online sind, sage Moin und guten Morgen. Mein Name ist Ilka Peichmann und ich darf Sie sehr herzlich zum Darwin-Tag 2020 an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel begrüßen. Das mache ich in den letzten Jahren auch schon und üblicherweise in einem Hörsaal unseres Audimax, der bis auf den letzten Platz gefüllt ist, wo ich Sie sehe, wo ich Sie auch reden höre, natürlich nur bis wir anfangen. All das ist in diesem Jahr wie so vieles anders. Umso mehr freue ich mich, dass wir mit einem doch sehr erheblichen Aufwand trotzdem in der Lage waren, diesen Darwin-Tag durchzuführen. Und dafür möchte ich zuallererst mal einigen Menschen danken, die dazu beigetragen haben. Das sind die vielen Menschen, die hier dafür sorgen, dass die Technik läuft. Ich nenne stellvertretend Christian Urban für unseren Sonderforschungsbereich Metaorganismen. Ich nenne den Kollegen Hinrich Schulenburg, der mit seinem Team der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und Mitarbeitenden dafür sorgt, dass sie hier wirklich Einblick bekommen in exzellente Spitzenforschung. Ich nenne Dirk Brandes mit seinem Team vom Zoologischen Museum Kiel, der das immer wieder schafft, oder das Team, das das immer wieder schafft, diese sehr komplexe, schwierige Forschung unglaublich motivierend und anschaulich darzubieten. Und ich nenne Caroline Enzing-Müller und die Mitarbeiterin des IPN, die diese ganze Veranstaltung begleiten und dafür sorgen, dass wir auch Schulmaterialien haben, dass sie diese Veranstaltung auch im Nachhinein noch weiter bearbeiten können. Euch und Ihnen allen ein herzliches Dankeschön dafür, dass das heute gelungen ist. Warum ist uns dieser Darwin-Tag so wichtig, dass wir ihn nicht ausfallen lassen wollen? Zum einen gibt er uns Gelegenheit, immer wieder zu zeigen, wie wichtig Wissenschaft ist. Denken Sie an die vielen großen Fragen, die uns beschäftigen, die Demokratie, die Klimaforschung und eben auch die Pandemie, wie wir sie aktuell erleben, wie wir sie aber auch in der Vergangenheit immer schon mal erlebt haben. Und es sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, es sind nicht die Polterer, die meinen von sich selbst, dass sie groß und wichtig sind. Es sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die Befunde liefern, die durch ihre Forschung dazu beitragen, dass wir zum Beispiel Impfstoffe bekommen, dass wir besser mit solchen Situationen umgehen können. Diese Wissenschaft brauchen wir in der Gesellschaft, die brauchen wir für uns alle. Der Darwin-Tag gibt uns aber auch Gelegenheit, immer wieder zu zeigen, dass Wissenschaft lebt, dass sie etwas Aktuelles ist. Gerade bei einem Thema wie der Evolution bekommt man vielleicht manchmal, wenn man in Schulbücher schaut, den Eindruck, dass es alles längst abgeschlossen wäre. Da gab es einen Mendel, da gab es einen Darwin, da gab es Lamarck und andere, aber eigentlich weiß man doch heute, wie das alles funktioniert. Mitnichten. Wir haben auch heute noch viele sehr, sehr spannende Fragen in der Evolution, die wir nicht erklären können. Wir entwickeln auch heute noch Modelle, die das ein oder andere, was man in der Vergangenheit geglaubt hat, in Frage stellen, die mit neuen Modellen wie dem Metaorganismus eben auch neue Erkenntnisse ermöglichen. Und deswegen möchte ich zu einem zweiten Dank kommen, und zwar dem Dank an die vielen Kolleginnen und Kollegen, die heute noch in diesem Bereich tätig sind. Das sind Biologen, das sind Mediziner, das sind Archäologen, das sind Menschen aus ganz anderen Bereichen wie der Mathematik. Wir haben eine Biologin dabei, die uns auch erzählt, wie wichtig das ist, was sie dort tut. Das sind diese Kolleginnen und Kollegen, die dafür sorgen, dass diese Forschung lebendig bleibt. Und das sind nicht irgendwelche Kolleginnen und Kollegen, sondern das sind unsere Top-Forscherinnen und Forscher, international höchst anerkannt, denen es eben nicht nur wichtig ist, dass sie gute Forschung machen, dass sie gute Lehre machen, sondern dass sie auch euch und sie teilhaben lassen an ihrer Forschung. Denn wir brauchen diese Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nicht nur heute, wir brauchen sie auch morgen. Und ich hoffe daher sehr, dass einige von euch und Ihnen jetzt hier zugeschaltet sind, die genau in die Fußstapfen dieser tollen Kolleginnen und Kollegen treten. Vielen Dank an euch und Sie alle, dass Sie hier dabei sind. Dabei sein sollen auch Sie, sollt auch ihr. Und wir haben deswegen auch in diesem Jahr eine Möglichkeit geschaffen, dass Sie direkt Fragen stellen können, dass Sie uns rückmelden können. Was fanden Sie besonders spannend? Was fanden Sie besonders interessant? Was haben Sie vielleicht auch nicht verstanden? Wir werden einige dieser Fragen direkt einspielen. Aus Zeitgründen können das nur einige wenige sein. Aber wir werden in den kommenden zwei Wochen tatsächlich auch die anderen Fragen bearbeiten und Ihnen dazu dann auch Antworten zur Verfügung stellen. Ich möchte Sie jetzt einladen, wenn Sie ein Endgerät haben, dass Sie einmal auf die Slido-Seite gehen, www.slido.do. Sie sehen den Code dort unten links in der Ecke. Wenn Sie sich mit diesem Code dort einloggen, dann kommen Sie auf die Seite zum heutigen Darwin-Tag. Ich lade Sie herzlich ein, Fragen zu stellen, Rückmeldungen zu geben. Wie gerade gesagt, die werden auch aufgenommen, die werden auch ausgewertet. Mit einer ersten Frage möchten wir anfangen, weil uns natürlich interessiert, ob dieses digitale Format vielleicht auch Vorteile hat, nämlich den Vorteil, dass Sie sich von überall zuschalten können. Und deswegen sind wir sehr neugierig, wo Sie jetzt eigentlich gerade sitzen, wo wir sind. Teilen Sie uns das gerne auf Slido mit. Wir werden auch da schauen, vielleicht wer am weitesten weg ist, wer von aus Deutschland, aus anderen Bundesländern, vielleicht sogar international sich zuschaltet. Das interessiert uns sehr.
Damit ende ich. Ich begrüße Sie nochmal alle. Ich danke Ihnen für Ihre Teilnahme. Ich danke den Kolleginnen und Kollegen und Organisatoren. Ich wünsche Ihnen einen spannenden Tag und ich wünsche Ihnen einen Tag, der Sie mit vielen Fragen entlässt, denn Fragen sind das Wichtigste, was uns in der Wissenschaft voranbringt. Vielen Dank. Mein Name ist Hinrich Schulenburg. Ich arbeite an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und am Max-Planck-Institut für Evolutionsbiologie in Plön. Und ich bin einer der Organisatoren des Darwin-Tags. Und als einer dieser Organisatoren möchte ich Sie auch ganz herzlich begrüßen zu dem diesjährigen Darwin-Tag. Die Universität Kiel, Kiel insgesamt, ist ein fantastischer Standort für einen Darwin-Tag, denn in den letzten Jahren hat sich Kiel und Umgebung zu einem der Hotspots für Evolutionsbiologie in Deutschland entwickelt. Das ist hier an dieser Grafik sehr schön illustriert, die die Standorte zeigt, die besonders stark sind in der Forschung, in der Lehre und in der Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Evolutionsbiologie. Bevor wir mit den Vorträgen starten, möchte ich kurz etwas zum Hintergrund des Darwin-Tags erzählen. Und da möchte ich anfangen mit Evolution. Evolution stellt ein universelles Prinzip dar. Evolution ist definiert als die Veränderung der genetischen Zusammensetzung einer Population von Organismen über die Zeit. Und Evolution tritt immer dann auf, wenn zwei Bedingungen erfüllt sind, nämlich wenn es Variationen in vererbbaren Merkmalen gibt, hier illustriert an den Flügeldeckenmustern von Marienkäfern, und wenn wir zusätzlich noch Variationen im Fortpflanzungserfolg haben. Das heißt, die Marienkäfer produzieren Nachkommen, aber nicht alle überleben gleich gut. Und die Dunklen haben hier anscheinend einen Vorteil und sind in der nächsten Generation stärker vertreten. Wir als Evolutionsbiologen interessieren uns dafür, wie Organismen sich verändern. Wir sind also fasziniert davon, warum und wie Organismen sich verändern und welche biologischen Prozesse dabei eine Rolle spielen. Wir können dabei Evolution uns anschauen über Kurzzeiträume. Ein Beispiel dafür ist die Entstehung und Ausbreitung der Antibiotikaresistenz, die wir in Echtzeit in Patienten, aber auch im Labor nachvollziehen können. Evolution können wir uns auch anschauen über lange Zeiträume und das können wir zum einen hinbekommen mit der Rekonstruierung von Stammbäumen. Hier am Beispiel Stammbaum der Tiere, da können wir schauen, welche evolutiven Trends es über Jahrmillionen Jahre gegeben hat. Beim Darwin-Tag haben wir jedes Jahr ein spezielles Schwerpunktthema und aus gegebenem Anlass haben wir dieses Jahr Pandemien in den Vordergrund gerückt. Pandemien werden von Krankheitskeimen ausgelöst und Krankheitskeime sind sehr vielseitig. Dazu gehören Viren, wie zum Beispiel das Coronavirus, aber auch das Grippevirus und das Pockenvirus. Hierzu gehören auch Bakterien und Sie werden später noch vom Pestbakterium hören oder einem anderen Bakterium, das sich Pseudomonas aeruginosa nennt. Und hierzu gehören auch eukaryotische Parasiten, wie zum Beispiel der Zymoseptoria-Pilz, von dem Sie später auch noch mehr hören werden. Und Krankheitskeime evolvieren und zum Teil rasant. Auch das können wir wiederum am Beispiel der Antibiotikaresistenzen verfolgen, wo Resistenzen innerhalb eines Patienten während einer Behandlung entstehen können und das innerhalb weniger Tage. Ein anderes Beispiel für rasante Evolution finden wir beim Grippevirus. Das Grippevirus evolviert kontinuierlich und diese extrem schnelle Evolution ist unter anderem dafür verantwortlich, dass wir jedes Jahr einen neuen Grippeimpfstoff benötigen. Krankheitskeime evolvieren nicht nur, sondern sie haben auch einen dramatischen Einfluss auf den Menschen und können auch die Evolution des Menschen beeinflussen. Das vor allen Dingen, wenn Infektionswellen auftreten. Wellen können lokal auftreten, dann sprechen wir von einer Epidemie. Sie können aber auch weltweit oder über größere Regionen auftreten und dann sprechen wir von einer Pandemie. Und in der Geschichte des Menschen gibt es verschiedene Beispiele solcher Pandemien, die einen sehr starken Einfluss hatten. Und eines der Beispiele, das Sie, denke ich mal, auch selbst kennen, das sehr prägnant gewesen ist, ist die Pest im 14. Jahrhundert, die zum Tod von 30-50% der europäischen Bevölkerung geführt hat. Und das ist eine gewaltige Zahl. Man kann sich sehr gut vorstellen, dass das auch zu sehr dramatischen Veränderungen in Europa geführt hat.
Ein anderes Beispiel, was eventuell weniger bekannt ist, aber eigentlich noch dramatischer ist, ist die Pockenpandemie, die wir im 15. und 16. Jahrhundert in Amerika beobachten konnten. Die spanischen Eroberer haben die Pocken in Amerika eingeschleppt und die Pocken haben sich dort ausgebreitet und zum Tod von bis zu 90%, und einige Schätzungen gehen sogar über 90% hinaus, haben also zum Tod von bis zu 90% der einheimischen amerikanischen Bevölkerung geführt. Und es waren in der Art eigentlich erst die Pocken, die den Weg geebnet haben, dass sich Europäer in Amerika nachher ansiedeln konnten. Soweit etwas Hintergrund zum heutigen Darwin-Tag. Wir werden uns also Pandemien im Lichte der Evolution anschauen und haben für Sie ein Programm zusammengestellt, wo Sie etwas hören werden zur derzeitigen Corona-Pandemie, zur Mathematik von Pandemien. Wir gehen dann aber auch über die Corona-Pandemie hinaus. Wir schauen uns Pandemien im Pflanzenreich an, in der Pflanzenwelt. Sie werden dann etwas hören zur derzeitigen Antibiotikakrise und zum Abschluss etwas zur Evolution von Krankheitserregern in der Vergangenheit seit der Steinzeit. Bevor wir nun tatsächlich starten, noch kurz etwas Organisatorisches. Sie hatten eben schon gehört, dass wir Unterrichtsmaterialien für den Darwin-Tag entwickelt haben und auch die heutigen Vorträge werden wir aufzeichnen. Und die Unterrichtsmaterialien und die aufgezeichneten Vorträge stehen Ihnen auch nach dem Darwin-Tag noch zur Verfügung. Wir werden die zugänglich machen auf der Webpage des Darwin-Tags. Das heißt, auch nachträglich können Sie diese Materialien benutzen. Einige Schulen haben sich an der Vorbereitung bereits beteiligt und hier wären wir sehr dankbar, wenn die Lehrerinnen und Lehrer, die hier mitgewirkt haben, Fragebögen ausfüllen und diese an eine Kollegin von mir, Christina Clausen, zurücksenden für eine wissenschaftliche Begleitstudie. Ilka Parchmann hat darauf hingewiesen, dass es uns sehr wichtig ist, dass wir auch direkt mit Ihnen in Interaktion treten können. Und dafür haben wir eine Chatfunktion auf Slido eingerichtet. Sie müssen sich also bei Slido einwählen und dann den Code H682 eingeben. Und dann können Sie heute Fragen stellen zu den verschiedenen Vorträgen. Einige dieser Fragen werden wir dann live stellen und entsprechend beantworten. Die anderen Fragen werden wir sammeln, sortieren und ein Antwortpaket nachher zusammenstellen, welches wir bis Ende November dann auch online zur Verfügung stellen und Ihnen darüber halt die Antworten dann mitteilen werden. Als letzter Punkt, für die Klassen, die Unterrichtsmaterialien bereits verwendet haben, gibt es schon den Hinweis, dass wir einen Videowettbewerb haben für Schülerinnen und Schüler. Wir möchten ganz gerne von Ihnen Videoclips haben, die sich irgendwie auf den Darwin-Tag beziehen. Sie können hier kreativ werden, Ideen entwickeln und uns etwas Spannendes einsenden. Die Videoclips, die Sie entworfen haben, sollten Sie bitte einreichen, schicken an die Darwin-Tag-E-Mail-Adresse, die Sie hier aufgeführt finden. Der Einsendeschluss ist der 13. Dezember und es wird Preise geben für die besten Einsendungen, und zwar für die besten 3 Einsendungen. Soweit ein paar organisatorische Punkte und nun übergebe ich an meinen Kollegen Dirk Brandes, auch einer der Organisatoren des Darwin-Tags und Direktor des Zoologischen Museums Kiel, der den ersten Vortrag moderieren wird. Vielen Dank. Ja, liebe Schülerinnen und Schüler, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Lehrerinnen und Lehrer, ich möchte Ihnen auch im Namen des Zoologischen Museums möchte ich Sie ganz herzlich begrüßen hier zu diesem besonderen Darwin-Tag heute und unter normalen Bedingungen, nicht Corona-Bedingungen, würde ich Sie jetzt an dieser Stelle sehr herzlich ins Zoologische Museum einladen. Wir betreiben auch Evolutionsforschung, aber vor allem Vermittlung von evolutionären Phänomenen und das ist besonders interessant immer für Klassen, die vor dem Abitur stehen. Wir haben immer sehr viele. Normalerweise dieses Jahr ist das leider nicht möglich, aber ich hoffe, dass wieder bessere Zeiten kommen und wir Sie dann einladen können. Aber der Grund, warum das nicht geht, der liegt genau in einem Phänomen, das mit Evolution sehr viel zu tun hat, nämlich in dieser Pandemie. Und ich freue mich ganz besonders, an dieser Stelle jetzt einen ausgewiesenen Experten zu diesem Thema begrüßen zu dürfen, nämlich Herrn Professor Dr. Helmut Fikenja, der seit 2005 Professor für Virologie an der CAU ist und Direktor des Instituts für Infektionsmedizin und Leiter der zentralen Einrichtung Medizinaluntersuchungsamt und Krankenhaushygiene, also ganz zentrale Punkte in den derzeitigen Fragen. Herr Fikenja ist ausgewiesener Virologe. Seine Forschungsinteressen
gelten den Herpesviren, die Sie vielleicht auch kennen oder eine oder andere schon mal Begegnung mit diesen Viren hatte. Außerdem ist er aber Präsident der Deutschen Vereinigung zur Bekämpfung der Viruskrankheiten. Und das ist natürlich eine Einrichtung, die gerade sehr viel zu tun hat und die in enger Abstimmung oder in enger Zusammenarbeit mit dem Robert-Koch-Institut, dem RKI und dem Paul-Ehrlich-Institut arbeitet. Und damit erhalten Sie hier Informationen aus allererster Hand. Näher dran, meine Damen und Herren, können Sie nicht sein. Herr Fikenscher ist außerdem Berater der Landesregierung. Also viele der Maßnahmen, die jetzt getroffen werden, gehen auch auf Beratungen dieses Beratergremiums zurück. Meine Damen und Herren, ich freue mich auf den Vortrag von Herrn Fikenscher. Vielen Dank. Jo, herzlichen Dank für die nette Einführung und herzlichen Dank, dass Sie da sind und hier zugucken. Das Virus und die Pandemie soll der Vortrag ja heißen und der Informationsstand über das Virus ist ja wahrscheinlich recht unterschiedlich, aber auf der anderen Seite haben bestimmt alle über die letzten Monate doch eine ganze Menge von Informationen schon mitgekriegt, sodass ganz ausführliches Basalwissen wahrscheinlich gar nicht notwendig ist. Ich hatte mir hier vorgenommen, mich kurz vorzustellen. Ich stelle jetzt fest, dass das gar nicht nötig ist und bedanke mich da sehr. Ich will vielleicht noch erwähnen, dass ich die Ehre habe, auch in der Sektion Biologie der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät Zweitmitglied sein zu dürfen. Wir nutzen diese Zusammenarbeit eben, indem wir Studierenden der Biologie und auch der Biochemie die Fragestellung der molekularen Virologie näher bringen. Die Coronaviren sind schon lange, lange Zeit existent. So ganz genau kann man es natürlich nicht rausfinden. Sie haben eine besondere Struktur und was da eben so außenrum um diese helle Struktur in der Elektronenmikroskopie hier zu sehen ist, das ist eben die Krone dieser Viren im im Modell kann man es hier natürlich diese Krone noch besser erahnen. Diese Viren haben ein sehr großes Positivstrang-RNA-Genom. Das sind die größten RNA-Genome, die bei Viren im Bereich der Medizin nachgewiesen werden konnten. Diese Viren sind umhüllt, das heißt, sie tragen eine Struktur ähnlich einer Zellmembran auf der Oberfläche und darum sind sie auch eigentlich sehr empfindlich und können zum Beispiel durch Detergenzien, schon alleine durch Spüli oder durch Seife, sehr, sehr gut inaktiviert werden und ebenso gut ist Alkohol die Basis für die typischen Desinfektionsmittel dafür geeignet. Die Proteine, die das Virus so zur Verfügung stellt, damit man da an zum Beispiel Impfstoffen arbeiten könnten, sind zwar nicht unendlich lang in der Liste, aber gerade das Spike-Protein ist sicher besonders im Interesse, weil es obendrauf sitzt, stachelförmige, spitzenartige Struktur hat, eben diese Corona bildet. Und dieses S-Protein macht nämlich auch den Kontakt zum Rezeptor auf der Zelle. Dieses Angiotensin-Converting-Enzym Nummer 2 ist ansonsten aus der Medizin auch recht renommiert und man befürchtete, dass das Virus auch direkt sich in die Regulation zum Beispiel des Blutdrucks einbringen könnte. Das hat sich aber bisher tatsächlich nicht bestätigt. Das sind Hypothesen, die mittlerweile recht gut widerlegt sind. Viele, viele Coronaviren sind bekannt und das ist nur ein Ausschnitt davon. Es fällt insgesamt auf, dass wir eine ganze Menge Viren von Fledermäusen und Flughunden haben, wobei ich da mich mit der Systematik nicht ganz so gut auskenne, bloß die Vielzahl dieser Coronaviren von Fledermäusen und Flughunden ist sehr groß, eine enorme Heterogenität drin und da liegt eben höchstwahrscheinlich auch die Quelle für weitere Verbreitungsmöglichkeiten. Bei Menschen sind Coronaviren schon längere Zeit bekannt, da gehe ich gleich nochmal weiter drauf ein, aber eben auch zum Beispiel bei Rindern, bei Schweinen und zum Beispiel auch bei tropischen Sperlingen, was ich besonders amüsant fand. Die Evolution der Coronaviren ist im Allgemeinen relativ langweilig, wenn man das mit Grippeviren vergleicht,
die sich in kurzer Zeit durch Austausch ganzer Genomsegmente völlig verändern können, geht es hier sehr sachte zu mit einzelnen Punktmutationen, sodass eben sehr große Unterschiede in einem übersichtlichen Zeitraum vielleicht eines Jahres eigentlich gar nicht so recht zu erwarten sind. Die Fehlerrate dieser Polymerase ist im Vergleich zu anderen Viren, wie zum Beispiel HIV oder dem Hepatitis C-Virus, äußerst gering, aber natürlich höher als bei den DNA-Viren. Ein weiteres virales Protein ist auch in der Lage, die Fehlerrate der Polymerase zu begrenzen. Das ist bei den RNA-Viren eine Besonderheit. Aber gerade nach einem Speziesübergang beobachtet man generell bei Viren besonders stark die Tendenz zu genetischen Veränderungen. Und das ist auch bei verschiedenen Fragestellungen der Coronaviren schon beobachtet worden. Bei uns gibt es diese vier Coronaviren schon seit langer Zeit. Und die sorgen für Erkältungen, gehören sozusagen zu den Schnupfenviren, können auch mal Durchfall machen, aber spielen insgesamt klinisch gar keine relevante Rolle. Dagegen die neu auftretenden Viren, die machen die Angelegenheit tatsächlich sehr, sehr spannend. Das SARS-Coronavirus Typ 1 war das erste, was hier so als schwerere Gefahr beobachtet wurde. Es kam hier ausgehend aus vermutlich Südchina hier zu einer weltweiten Epidemie, die es zum Glück nicht in den Rang einer Pandemie geschafft hat, weil dieses Virus erst freigesetzt wurde, wenn die Personen schon richtig klar erkrankt sind. Und darum konnte man dieses Virus nach kurzer Zeit eliminieren. Das war ein sehr großer Glücksfall. Das MERS-Coronavirus, das von Kamelen und Dromedaren ausgeht, kann auch bei Menschen sehr schwere, häufig tödliche Erkrankungen hervorrufen. Dort sind aber die Maßnahmen der arabischen Regierungen und Behörden mittlerweile recht gut entwickelt worden, sodass da eine globale Gefährdung derzeit nicht zu erkennen ist. Die globale Gefährdung geht eben derzeit von dem SARS-Coronavirus Typ 2 aus. SARS steht ja für schweres akutes Atemwegssyndrom. Und das ist die Besonderheit hier auch, dass diese schwere Krankheit erst zeitverzögert auftritt. Nicht so wie bei SARS-Coronavirus Typ 1, wo die Krankheit schon nach wenigen Tagen ausgeprägt war, sondern hier eher nach einigen Wochen, wenn man eben in diese schwere Lungenkrankheit hineingerät. Wo kommt es nun her? Recht deutlich dürfte die Quelle auf Lebendtiermärkten sein. Speziell wurde ja einer in Wuhan hier identifiziert und dann auch schon zu Jahresbeginn geschlossen. Weitere Ursachen wurden fleißig diskutiert. Diese Möglichkeiten, dass das Virus im Labor extra hergestellt worden sei, damit die Menschheit ein neues Problem kriegt, würde ich persönlich recht eindeutig in die Rubrik Fake News einordnen. Aber es gibt ja eine wichtige Persönlichkeit, die diese Theorie sehr weit verbreitet hat. Wahrscheinlich ist der Sprung von einer anderen Spezies auf den Menschen. Und wo es nun herkommen könnte, gibt es eine ganze Menge von Arbeiten drüber. Besonders interessant sind dabei die Tannenzapfentiere. Der Begriff war mir selber neu. Schuppentiere kannte ich schon und Pangoline kannte ich auch schon. Und wenn man sich hier diese Schuppen anschaut, dann erinnert das ja schon relativ stark an Tannenzapfen. Diese Tiere werden in China wohl auch als Delikatesse angesehen. Und dort gibt es auch entsprechende Coronaviren, die allerdings nur zu 90% identisch sind mit diesem neuen menschlichen Virus. Das kann es so nicht erklären. Bei Fledermäusen gibt es eine Vielzahl von Coronaviren und eines aus der chinesischen Region Yunnan hat 96% Identität. Da klingt das eben schon recht nahe an der möglichen Ursache, aber auch 96% ist noch nicht überzeugend genug. Eine Hypothese meint, dass vielleicht ein Rekombinationsprodukt, also ein Produkt mit
unterschiedlichen Bestandteilen der Viren von Pangolinen und von Fledermäusen vielleicht hier sich gebildet haben könnte und dadurch ein neues Virus entstanden sei. Das ist eine recht gut erläuterte Hypothese, aber eben längst nicht bewiesen. Und weitere mögliche Fledermausviren könnten vielleicht die noch wesentlich wahrscheinlichere Variante sein. Marderhunde wurden auch fleißig diskutiert, die kommen aber als Zwischenwirt in Frage. Die werden in China zur Pelzgewinnung gezüchtet und da kann es natürlich dann auch leichter, breiter auf den Menschen übertragen werden. Viele weitere Spezies sind infizierbar, zum Beispiel die Nerze, und zwar die amerikanischen Nerze, die gezüchtet werden. In Dänemark sind deshalb eben diese Zuchten aktuell gerade beendet worden. In Deutschland ist diese Art von Zucht schon vor einiger Zeit verboten worden. Die Hunde und Katzen können auch damit infiziert werden. Das scheint aber sehr ineffizient zu sein. Und Infektionen des Menschen durch Hunde- oder Katzenkontakt sind nicht bekannt geworden. Also Coronaviren sind eher relativ stabil, eher nicht so stark evolvierend. Und belastende weitere Berichte über Mutationen, die dann zu einer höheren Pathogenität geführt hätten, liegen weiterhin nicht vor, auch wenn sie öfter mal ganz massiv durch die Presse gehen. Die Pandemie wurde am 11.03.2020 verkündet durch die Weltgesundheitsorganisation, ist jetzt schon ganz lang her. Dann haben wir alle beobachtet, wie drastisch in China die Pandemie sich entwickelte initial. Das ist das ganz klein wenig Violette, was wir hier am Anfang des Graphen sehen, also im Bereich des Januar und Februar. Und dann ging es eben ganz besonders im grün gefärbten Europa los und kurz darauf auch in Amerika. In Amerika lief es ziemlich kontinuierlich mit hoher Intensität. Aber Europa hat jetzt gerade eben in den letzten Wochen oder im letzten Monat wieder die ganz besondere Dominanz hier epidemiologisch eingenommen. Und es war höchste Zeit, dass wir auch in Deutschland hier gegensteuern konnten. Für das Land Schleswig-Holstein organisiere ich die infektionsepidemiologische Betrachtung der Infektionsmeldungen nach dem Infektionsschutzgesetz. Hier sehen Sie die Auswertung, die wir da jeden Abend herstellen. Das stammt von gestern Abend 20 Uhr und das können Sie auch auf der Homepage meines Instituts entsprechend aufrufen. Dieses Design ist gerade ganz neu, aber die Berichte der letzten Monate findet man darauf auch komplett. Hier ist jetzt eben neu, dass wir in der Tabelle auf der linken Seite die einzelnen Landkreise nach der 7-Tages-Inzidenz aufreihen. Das ist ja der Parameter, der seit einigen Wochen das Presseinteresse ganz besonders dominiert, weil daraus eben auch die Intensität der antipandemischen Maßnahmen eben dadurch bestimmt wird. In der Altersverteilung haben wir in den letzten 12 Monaten, wie man hier in der Mitte unten sehen kann, dieses rote und blaue Graphenbild gesehen, dass die Älteren zum Glück nicht so stark betroffen sind. Das beginnt sich aber jetzt wieder zu ändern und ältere Personen haben ein ganz ungeheuer größeres Risiko, schwer zu erkranken oder womöglich zu versterben. Und deshalb haben wir hier eben die ganz besondere Verpflichtung, hier vorzusorgen. Die Schutzmaßnahmen müssen das starke Ansteigen der Infektionsraten blockieren. Also diese rote Kurve würde unser Gesundheitssystem gewaltig überlasten. Die Arztpraxen sind dabei wahrscheinlich nicht so das Hauptproblem, sondern eher die Kliniken. Auch die Gesundheitsämter wären hier stark beeinträchtigt und es war jetzt höchste Zeit, diese zweite Welle auszubremsen. Das ist aber insgesamt längst noch nicht gut genug gelungen und man wird voraussichtlich eben dann beschließen, dass man weiter einschränkende Maßnahmen benötigt, um eben effizienter hier zu werden und tatsächlich die Infektionsraten zu senken. Besonders die älteren Personen müssen geschützt werden und Patienten mit chronischen Vorerkrankungen
Das ist ein ganz erheblicher Anteil der Bevölkerung in unserer Gesellschaft und das ist die wesentliche Ursache für all das Lästige, was wir alle gemeinsam mehr oder weniger glücklich ertragen. Die Regeln, wie geschützt wird, kennen Sie alle. Aha mit L ist so breit diskutiert worden, erst recht in Schulen diskutiert worden, dass ich darüber nicht mehr viel sagen muss. Die Alltagsmasken, die auch als Mund-Nasen-Bedeckungen bezeichnet werden, reichen für den Privatbereich und auch zum Beispiel in der Schule völlig aus. Die Mund-Nasen-Schutze aus dem medizinischen und chirurgischen Bereich, die sind notwendig im Kontakt mit Patienten. Und die FFP-Masken, die diese seltsame Bezeichnung Face Filtering Pieces eigentlich besitzen, die sind zum Arbeitsschutz des medizinischen Personals notwendig im Kontakt mit den infizierten Patienten. Das heißt, mit Alltagsmasken kommt man insgesamt unproblematisch zurecht, sollte natürlich darauf achten, dass sie auch regelmäßig gewaschen werden. Das, ein gewisses Problem wird gerne vergessen, dass FFP-Masken mit Ventil keinen Schutz für das Gegenüber bieten und eben gerade dieser Schutz so wesentlich ist, dass beide Gesprächspartner sich eben, weil sie beide Masken tragen, ohne Ventil sich eben da entsprechend schützen. Das Ziel der Gemeinschaftsimmunität, was jetzt leider wieder mit dem veralteten Begriff der Herdenimmunität derzeit häufig belegt wird, das erreicht man, wenn ungefähr 65% der Bevölkerung durchinfiziert wären oder geimpft wären, aber auch nur dann, wenn es eine effiziente Immunantwort auf die Impfung und auf die Infektion gibt. Und da ist derzeit noch längst nicht alles so sicher, sodass wir uns nicht so richtig gezielt auf das Impfen verlassen dürfen. Der Lockdown war eine Neuigkeit, die man in Europa in der Form nicht kannte. Die letzten größeren einschränkenden Maßnahmen wegen Infektionen gab es in den letzten Jahren der Pocken-Epidemien in Deutschland. Seither kannte man sowas nicht mehr und ohne das Vorbild aus China hätte man sicherlich nicht so weitreichende Maßnahmen ergriffen. Und ich bin auch weiterhin ganz überrascht, dass es auf der Basis des Infektionsschutzgesetzes juristisch belastbar umsetzbar war. Diese Maßnahmen sind ein großes Bündel und das ist eben sehr schwierig für die Behörden und die Politiker, sich hier dann wirklich zu entscheiden, auf welcher Grundlage dann wirklich diese Maßnahmen festgelegt werden können, die wir sicherlich noch weiter brauchen. Die Befristung auf 4 Wochen muss sein, aus verfassungsrechtlichen Gründen, weil eben die Verhältnismäßigkeit hier so wesentlich ist. Zum Nachweis dieses Virus braucht man die reverse Transkriptase-PCR. Das ist ein hochsensitives, hochspezifisches Verfahren, allerdings derzeit in der Kapazität stark ausgelastet. Die Antigen-Schnellteste, die kommen gerade sehr eifrig auf den Markt. Mäßig gute Produkte bis sehr schlechte Produkte und gerade eben beginnen die Behörden hier auch Vergleichsteste durchzuführen, sodass es dann zu einer zusätzlichen Überprüfung dieser Qualität kommt, sodass die Anzahl falsch positiver und falsch negativer Ergebnisse reduziert wird. Ein falsch positives Ergebnis ist unangenehm. Ich habe das Virus und hinterher heißt es, nee, war gar nicht, hast dich getäuscht. Oder falsch negativ ist noch schlimmer, wenn im Altersheim eine Reihe von Leuten infiziert sind und es durch diese Testung eben falsch negativ gar nicht erkannt wird. Und die Antikörperteste, von denen dachte man auch vor ein paar Monaten, das wird es jetzt sein. Aber viele Patienten entwickeln nur sehr wenig Antikörperantwort, manche sogar gar keine Antikörperantwort. Und der Schutz ist daraus wenig ablesbar. Dazu bräuchte man eben Neutralisationsteste, die enorm aufwendig sind und für große Serien nicht durchführbar sind. Aber diese Neutralisationsteste erlauben eine Aussage über den Schutz durch das Immunsystem und entsprechend haben wir uns da auch drum gekümmert. Die Arbeit hat im Wesentlichen Ruben Rose hier, der Zweitautor dieser Veröffentlichung, durchgeführt, wo man hier eben sehen kann, nach der Färbung, dass eben das Serum dieses Patienten bis zur Stufe 1 zu 160, ich
weiß nicht, möglicherweise sieht man es hier noch sehr, sehr gut, die Virusreplikation unterdrückt, aber in den höheren Verdünnungsstufen es dann nicht mehr schafft. Bei der hellblauen Färbung sind es überwiegend eben tote Zellen, die man da sehen kann. Zur Therapie gab es viele tolle Geschichten, die die Medien in den letzten Monaten beschäftigt haben. Eine vermutlich eher Fake News Angelegenheit zur Nutzung von Chloroquin ist mittlerweile ja auch durch die WHO zurückgezogen worden. Remdesivir ist zwar eine Hoffnung, aber der Einsatz in der Spätphase eher zu spät. Es ist ganz erstaunlich, dass es da überhaupt noch Wirkung hat. Bei der Grippe muss man die Therapie bei den entsprechend gefährdeten Personen sehr, sehr frühzeitig beginnen, am besten gleich am selben Tag der Diagnose. Bei Remdesivir könnte man aber so viel Wirkstoff gar nicht zur Verfügung stellen, dass es jeder bekommt und drum eben erst dann nach mehreren Wochen, wenn die Patienten in dieser besonders schweren Erkrankungsphase sind. Also auch nicht die Lösung. Das Blut zu nehmen von Leuten, die eine Erkrankung durchgemacht haben, ist zwar eine gute Idee, aber man kann ja nicht den Patienten dann auch noch so viel Blut entnehmen, um ganz viele andere Personen schützen zu wollen. Also hier müssen wir darauf warten, bis zurzeit in Entwicklung begriffene monoklonale Antikörper verfügbar sind. Und das könnte eine Chance für die besonders schwer erkrankten Patienten werden. Ganz wesentlich ist die Tatsache, dass die Infizierten derzeit alle einen Wirkstoff zur Hemmung der Blutgerinnung bekommen und dadurch diese sehr ausgeprägten Blutgerinnungsstörungen nicht mehr stattfinden, die in der ersten Welle der Pandemie so bedrohlich waren. Und sobald schwere Symptome auftreten, bekommen die Patienten auch eine Hemmung der Immunantwort durch ein Cortisonpräparat. Und das sind meiner Ansicht nach die wesentlichen Faktoren, weshalb derzeit die Sterblichkeit deutlich geringer ist. Viele Impfstoffe sind in der Arbeit, die in Europa sehr ausführlich getestet werden, in vielen Ländern sehr ausführlich getestet werden. Nur wenige Länder scheren hier aus, wie ja auch aus der Presse ausführlich berichtet wurde. Besonders spannend ist die Idee in Großbritannien, dass man dort tatsächlich die experimentelle Infektion mit SARS-CoV-2 durchführen will an jungen Erwachsenen, die eine geringe Chance haben, an diesem Virus zu versterben. Trotzdem gibt es aber ja auch junge Erwachsene, die an diesem Virus verstorben sind. Ich halte es für ethisch überhaupt nicht vertretbar, aber in Großbritannien wird das zumindest sehr zielgerichtet weiter betrieben. Das erlaubt dann die Wirksamkeit der Impfstoffe wesentlich präziser festzustellen, auf der anderen Seite aber eben in einer rechtlich und ethisch eben schon sehr eigentümlichen Konstellation. Die RNA-Impfstoffe sind ja gerade aktuell das Thema der Medien. Im Zusammenhang mit Infektionskrankheiten sind RNA-Impfstoffe bisher noch nicht eingesetzt worden. Das ist noch was ganz Neues. Also bin ich da noch skeptisch und würde mich sehr freuen, wenn es gut funktioniert. Die Strategie der rekombinanten Lebendimpfstoffe, die hat hier sicher eine ganz besonders große Chance. Das Paradigma dafür ist der zugelassene Ebola-Impfstoff, wo ein Virus von Tieren benutzt worden ist, das Oberflächenantigen, das Glykoprotein von Ebola-Virus zu exprimieren. Da kommt es dann tatsächlich zu einer Infektion des Geimpften und zu einer starken Immunantwort. Und ähnliche rekombinante Lebendviren, zum Beispiel auch auf der Basis von Adenoviren oder Pockenviren, wären hier eine sehr gute Chance. Da werden wir in den nächsten Monaten oder in den nächsten Jahren noch viel davon hören. Die Begrenzung aber bei den Impfstrategien ist die Gefahr der flüchtigen, kurzfristigen Effekte und eben, dass wir noch nicht sagen können, wie nachhaltig diese Impfung ist. Und mit Priorität müssen die vulnerablen Gruppen, also die älteren und die vorerkrankten Personen, geimpft werden. Zu allerletzt möchte ich noch ein paar Aspekte in Richtung Demokratie erzählen. Der Parlamentarismus funktioniert zurzeit nur begrenzt, wenn es um das Regieren über Verordnungen geht. Und Verordnungen sind aber notwendig, dass eben sehr kurzfristig Reaktionen stattfinden können. Immerhin wurde auch das Infektionsschutzgesetz ja parlamentarisch verändert, mehrfach verändert, allerdings in einer sehr
eingeschränkten Prozedur, die sonst nicht den üblichen Parlamentswegen entsprechen. Der Grundsatz für solche Veränderungen ist die Verhältnismäßigkeit. Solange eine akute Bedrohung vorhanden ist, ist sowas vertretbar. Wenn es aber im Sommer, wie im vergangenen Sommer, nicht mehr so ganz drastisch ist, kommt man hier dann schon gleich in die Gefahr juristischer Probleme damit. Und bei der jetzigen zweiten Welle ist aber diese Verhältnismäßigkeit definitiv wieder gegeben. Und um die eben zu unterstreichen, werden Maßnahmen befristet, damit eben nicht ein Automatismus daraus abgeleitet werden kann. Und die Gerichte passen da sehr gut auf. Demokratie heißt aber auch Pluralismus. Und jeder hat das verfassungsmäßige Recht, sich ja zu äußern. Es hat auch, ist auch die Verpflichtung mit inbegriffen, die Bevölkerung zu informieren. Das machen ganz viele Personen in den Regierungen und Ministerien auf Länder- und Bundesebene sehr, sehr gut. Manche machen es nicht ganz so gut. Und es ist auch eine Verpflichtung für Fachleute, erst recht, wenn sie durch öffentliche Mittel finanziert werden. Und dazu gehören ja auch Professorinnen und Professoren. Und insofern ist das sehr wichtig, sich hier einzubringen. Und darum mache ich sowas auch zurzeit mit viel zu viel Zeitaufwand. Schwierig wird es, wenn öffentliche Äußerungen von Mandatsträgern gemacht werden, wo sie nur ihre persönliche Meinung verkünden. Der Präsident der Bundesärztekammer hat sich hier richtig gut blamiert und auch Präsident der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, weil sie eben ganz wesentliche Aspekte nicht wichtig genug priorisiert hatten. Der Präsident der Bundesärztekammer hat immerhin seine Meinung korrigiert, während es bei der KBV noch nicht der Fall ist. Professoren und Professorinnen haben aber eine ganz besondere Rolle, weil nämlich im Grundgesetz steht, dass die Forschung und Lehre frei ist. Also können hier nur Grenzen berücksichtigt werden, die das Strafrecht liefert, wenn meinetwegen jemand Volksverhetzung im Sinn von nationalsozialistischer Propaganda machen würde, wäre die Situation ja eindeutig. Aber ansonsten sind auch Leugnungen in der Hinsicht juristisch völlig unangreifbar. Sowas gab es auch im Umfeld unserer Universität. Es gab Äußerungen der medizinischen Fakultät, des Exzellenzclusters. Der Senat hat sich auch angeschlossen, die Universität hat sich angeschlossen, aber auch Äußerungen der Medizinstudierenden, die dann über die offiziellen Äußerungen nochmal deutlich hinausgingen, weil ja die Studierenden selbst nicht dem Rahmen der Universität unmittelbar unterliegen, bei der Universität ja nicht angestellt sind. Insgesamt sollte man aber auf besonders ungewöhnliche Meinungen, die zum Teil auch extrem gut publiziert werden in Höchstauflage, dann vielleicht lieber doch nicht ganz so genau eingehen. Und deshalb mein letzter Satz, das Recht auf freie Meinungsäußerung schließt auch das Privileg ein, sich öffentlich zum Affen machen zu dürfen. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Herr Professor Fikenja. Das war ein sehr informativer und exzellenter Vortrag, der Ihnen allen hoffentlich die Möglichkeit gibt, die Dinge anders einzuordnen und zu versachlichen. Es gibt jetzt einige Fragen aus dem Publikum, die hier gestellt werden. Und ich werde einige davon jetzt auswählen. Eine Frage ist, wieso entwickelt sich der Virus so schnell und wie können wir diesen Anstieg verhindern? Letztendlich vermehrt sich das Virus sehr schnell und überträgt sich sehr schnell. Und wie wir das verhindern können, haben Sie alle ausgiebige Erfahrung, egal ob Sie Alltagsmasken nutzen oder medizinische, chirurgische Mund-Nasen-Schutze oder FFP-Masken, all das ist sehr, sehr gut geeignet und alle Personen sollten das tragen. Es ist auch wenn es sehr lästig ist, auch im schulischen Umfeld insgesamt sehr, sehr nützlich. Wir sehen zurzeit ja auch in Schulen deutliche Anstiege von Fallzahlen und gerade wurden ja auch zusammengefasst mal wieder veröffentlicht, wie viele Schülerinnen und Schüler und auch Lehrkräfte derzeit in Quarantäne sind. Aber gerade die Nutzung von Mund-Nasen-Bedeckungen oder eben auch von Mund-Nasen-Schutzmasken, die reduzieren eben da
die Übertragung sehr, sehr deutlich. Und wenn das in der Gesellschaft weit verbreitet ist, wenn Kontakte, überflüssige Kontakte vermieden werden, dann haben wir gute Chancen, das hinzukriegen. In Schleswig-Holstein ist die Anzahl der Infektionen schon stagniert bei der Veröffentlichung der Beschlusslage. Das heißt, die Bevölkerung ist hier besonders vernünftig. Bundesweit ist das aber längst noch nicht so einheitlich, aber zumindest sind die Anstiegsraten insgesamt schon deutlich reduziert worden. Eine zweite Frage haben wir noch. Warum bilden nur wenige der Patienten Antikörper und warum verschwinden diese nach einer bestimmten Zeit wieder? Der Anteil, wie viel Prozent das tatsächlich sind, weiß man auch noch nicht so richtig. Aber zumindest bei einer schnupfenartigen Erkrankung oder hustenartigen Erkrankung ist ja der Infektionszustand nicht so so tief und da kann eben sein, dass gar kein effizienter Kontakt zum Immunsystem hergestellt wird. Aber es wurde auch vereinzelt bei Personen mit einer richtig schweren Erkrankung festgestellt, dass sie hinterher auch keine Antikörper entwickelten. Und wir haben auch derartige Patienten untersucht, wo auch keine neutralisierten Antikörper entstanden, also eben kein Schutz vorhanden war. Das muss man aber sicher ausführlich weiter betrachten, kann man noch nicht so richtig erklären. Also es kommen sehr, sehr viele Fragen. Wir können aber aufgrund der Zeit nicht mehr alle beantworten. Aber eine direkt aus dem Kreis der Schüler möchte ich doch noch stellen. Welche Maßnahmen können wir Schüler an den Schulen treffen, um die Infektionsraten zu senken? Das ist vielleicht so ein schönes Schlusswort. Das passt eigentlich, führt genau das Wort, was ich gerade eben ja schon sagte. Abstand halten und Masken tragen, Hände waschen und das Lüften konsequent betreiben. Und all diese Maßnahmen sind im schulischen Umfeld ganz essentiell und bestimmt ja auch ausführlich jeweils dargestellt worden. Und ansonsten ist aber auch wichtig, das Privatleben entsprechend auch anzupassen. Das ist auch richtig schwierig und lästig, aber es nützt nichts, wenn man in der Schule konsequent distanziert sich verhält und dann hinterher meinetwegen im großen Pulk im Freien Fußball spielt. Fußball ist zwar eigentlich mit Distanz, aber es kommt eben zu näheren Kontakten und viele andere gesellschaftliche Verpflichtungen spielen da genauso rein. Und da sollte man auch wirklich überlegen, was muss denn jetzt sein und wenn es sein muss, dann durchführen und mit Distanz und mit Masken. Und was nicht sein soll, sollte man lieber vermeiden, damit eben die gefährdeten Personengruppen geschützt bleiben. Ja. Vielen Dank nochmal, Herr Fickenscher, für diesen tollen Vortrag und diese informativen Antworten. Die anderen Fragen, das sage ich Ihnen zu, die werden beantwortet werden in der Folge dieser Vorträge. Und wir werden jetzt eine kurze Pause machen. Um 9.55 Uhr geht es weiter. Die Pause ist dann kürzer. Aber damit wir einigermaßen im Zeitplan waren, treffen wir uns um 9.55 Uhr zu der nächsten Vortragsreihe. Herzlichen Dank und bis dahin alles Gute. Tschüss.
Ja, willkommen zurück aus der Pause und auch ein herzliches Hallo auch vom Didaktikteam des Darwin-Tags. Ich bin Caroline Enzingmüller vom IPN und leite jetzt durch die nächsten beiden Vorträge. Ich bin sehr froh, Arne Trauesen vorstellen zu dürfen. Arne Trauesen ist Professor und Leiter der Abteilung Evolutionstheorie am Max-Planck-Institut für Evolutionsbiologie in Plön. Er nutzt mathematische Werkzeuge, um Evolution besser zu verstehen und beantwortet uns heute die Frage, muss man mit solchen rechnen? Arne, ich bin gespannt auf deine Antwort. Ja, vielen Dank. Also ich habe diesen Titel gewählt, weil ich aus zwei Gründen. Zum einen glaube ich schon, dass man mit Mathematik hier sehr viel ausrichten und verstehen kann. Und zum anderen muss man natürlich darauf vorbereitet sein vielleicht. Also ich arbeite am Max-Planck-Institut für Evolutionsbiologie in Plön. Das liegt zwischen Lübeck und Kiel. Und in Kiel glaubt man immer, ich wäre Mathematiker. Und in Lübeck glaubt man immer, ich wäre irgendwie Biologe. Was wir gemacht haben, als das im Frühjahr absehbar war, dass wir hier ein ernsthaftes Problem in Deutschland, Europa und der ganzen Welt bekommen, ist, dass wir gesagt haben, wir müssen irgendwie als mathematische Biologen, weil diese Modelle, die man für Epidemien hat, eben sehr klassisch sind, da müssen wir jetzt irgendwas tun und haben aber gesagt, wir müssen jetzt nicht gleich sagen, das ist Wissenschaft, sondern wir machen jetzt erstmal, tragen Daten zusammen, schreiben Texte und das ist auf dieser Webseite, die hier unten gelistet ist, gezeigt. Oben drüber ist auch so ein Plot über die Infektionszahlen von letzter Woche, glaube ich. Das ist alles interaktiv, da kann jeder für seinen Landkreis mal gucken, wie hat sich's entwickelt. Und jetzt sieht man rechts oben die gleichen Daten, von denen Herr Fekenscher auch gesprochen hat. Und das ist einfach eine Darstellung, in welchem Landkreis hatten wir wann wie viele Neuinfektionen. Und da sieht man jetzt sehr schön, dass eben zu diesem Zeitpunkt im September eine zweite Welle losgeht und auf einmal ist dann ganz Deutschland rot. Die Frage ist, können wir das verstehen und können wir das vielleicht vorhersagen? Und das Ziel ist ja eigentlich, kann uns die Mathematik hier helfen, zu verstehen, wie die Zukunft aussieht. Und das gibt es natürlich, es gibt bei der Wettervorhersage gibt's sehr schöne Modelle, die sind relativ komplex und damit kann man eben zum Beispiel sich überlegen, was sollte ich jetzt am Wochenende tun. Bei Corona gibt es auch solche Modelle und das sind aber keine Modelle, die jetzt erst für Corona da sind, sondern das sind ganz allgemeine Modelle, die für alle Infektionskrankheiten irgendwie angewendet werden können und man muss ein bisschen dran arbeiten, um die ganz genau anzupassen, aber es gibt eben diese Modelle. Und im Frühjahr, als wir uns alle angefangen haben, Sorgen zu machen, das ist jetzt eine Darstellung von den Infektionszahlen, den neuen Fällen in Deutschland, also in der Woche bis zum 8. März dachte man, naja, dann wird 200 neue Fälle am Tag, das ist schon ein bisschen erschreckend. Als es dann in der Woche danach am Tag über 1400 waren auf einmal und die Schulen zugingen, hat man sich schon gefragt, wie soll ich mit dieser Situation umgehen? Und als mathematischer Biologe habe ich mir meine Kinder geschnappt, hat gesagt, wir nehmen jetzt mal dieses Modell uns vor und nimm eine Tabellenkalkulation und gucken einfach mal, was sagen Modelle dazu? Also die Modelle, würde ich damit sagen, die sind so einfach, dass man die auch mit Viertklässlern ganz gut diskutieren kann. Also das einfachste Modell dazu, da gibt es nur Gesunde und Infizierte, das ist das sogenannte SI-Modell. Und bei jedem Kontakt zwischen Gesunden, die sind hier bei mir immer blau, und Infizierten, das sind die Roten, wächst die Anzahl der Infizierten mit einer Rate Beta. Also wenn ich jetzt in meine blaue Population einen Infizierten reinsetze, der vielleicht aus dem Skiurlaub zurückgekommen ist oder so, dann kann der jemanden infizieren und das geht dann immer weiter. Das ist jetzt erstmal ein ganz, ganz einfaches Modell, da gibt es nur diesen Parameter Beta und das kann ich jetzt zum Beispiel auf den Computer setzen und simulieren. Und dazu habe ich hier dieses kleine Netzwerk, einer von diesen Punkten ist rot, das steht für eine infizierte Person, die anderen Punkte sind blau. Das sind eben Leute, die bisher noch nicht infiziert wurden. Jetzt lasse ich einfach mal diese Simulation laufen. Dann sieht man, die Anzahl der Roten wächst einfach und die Anzahl der Blauen sinkt. Und ganz am Ende wird sogar der ganz links, der fast isoliert ist, leider auch noch infiziert. Also am Ende sind bei diesem Modell immer alle infiziert. Das ist aber eigentlich schon zu kompliziert für uns, auch wenn das Modell jetzt sehr einfach aussieht. Aber diese räumliche Struktur, die ist so kompliziert, dass man in diesen einfachen Modellen eigentlich lieber davon abstrahiert. Und man sagt einfach, kann ich das einfach allgemein beschreiben ohne diese räumliche Struktur? Ich habe eben schon gesagt, bei jedem Kontakt zwischen Gesunden und Infizierten wächst die Anzahl der Infizierten mit dieser Rate Beta. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier unten die Anzahl der Infizierten morgen berechnen will, dann nehme ich einfach die Anzahl der Infizierten heute plus dieses Beta mal die Anzahl der Kontakte. Und das ist einfach das I mal S, das ist die Anzahl der Infizierten mal die Anzahl der Leute, die noch krank werden können. Ich muss dann auch eine Gleichung für die Blauen hinschreiben, wie viele sind morgen noch gesund? Natürlich genauso viele wie heute, minus die, die ich verloren habe, weil sie infiziert worden sind.
Und das Modell kann ich jetzt einfach in der Tabelle hinschreiben. Ich kann jetzt eine Spalte nehmen für die Zeit, ich kann eine Spalte machen für die Bevölkerungsgröße und für das S und das I, und dann kann ich das einfach verfolgen in diesem Modell. Das sind also ganz einfache Additionen und Multiplikationen, und das ist genau das, was ich dann mit meinen Kindern auch einfach mal angesehen habe. Interessant ist jetzt, sich bestimmte Details von diesen Modellen mal anzugucken. Und am Anfang zum Beispiel ist der Anteil der Infizierten sehr gering, wächst aber schnell. Also am Anfang habe ich nur sehr wenige Rote, aber es werden eben immer mehr, und das ist das, was man dieses exponentielle Wachstum nennt. Und das kann ich so verstehen, dass ich die Gleichung einfach nochmal hinschreibe und dann sage, was ist denn eigentlich am Anfang? Am Anfang ist dieses I von T eine sehr kleine Größe, weil es einfach nicht sehr viele Infizierte gibt. Also in der ersten Gleichung kann ich das vielleicht sogar weglassen. Dann nehme ich einfach an, fast alle sind gesund, die Anzahl der Gesunden morgen ist ungefähr genauso groß wie heute. Diese kleine Anzahl von denen, die sich infizieren, die spielen jetzt für das Modell noch gar keine Rolle. Aber bei den Infizierten muss ich aufpassen, denn das ist sowieso eine kleine Zahl, und da spielt natürlich schon eine Rolle, wer neu infiziert wird. Und wenn ich die Gleichung da oben hernehme und das I von T jetzt ausklammert, dann habe ich einfach eine Gleichung 1, wo ich die Anzahl der Infizierten morgen aus der Anzahl der Infizierten heute berechnen kann, mal irgendeine Zahl 1 plus Beta mal der Anteil der Gesunden. Und das Wichtige ist, dass es 1 plus Beta mal irgendwas, das ist eine Zahl, die ist größer als 1. Also es nimmt zum Beispiel jeden Tag um 1%, 10%, 20% zu. Und ein Beispiel für dieses exponentielle Wachstum ist diese Zahlenreihe 2400, 4800, 9600, 19200. Und das ist genau ein Szenario, was uns vor ein paar Wochen sehr pessimistisch vorkam, als Frau Merkel davon gesprochen hat, aber das war leider noch nicht pessimistisch genug. Und ganz plastisch wird dieses exponentielle Wachstum immer dann, wenn man das sich anguckt auf diesem Reisbrett. Das ist ein ganz klassisches Beispiel. Ich lege ein Reiskorn aufs erste Brett, aufs erste Feld vom Schachbrett, zwei Reiskörner aufs zweite, vier aufs nächste und so weiter. Und da gibt es auf YouTube sehr schöne Videos, wie man dann sieht, wie dann schon in der dritten Reihe da riesige Reishaufen entstanden sind. So, was wir aber eigentlich machen ist, wir setzen uns nicht nur hin und machen irgendwelche Tabellen, die wir füllen, sondern eigentlich machen wir mathematische Biologie mit Papier und Bleistift. Und das Modell ist hier das gleiche, aber man kann jetzt annehmen, dass die Veränderungen so gering sind, dass es ein kontinuierlicher Prozess sind, dass es Differentialgleichungen werden. Und diese Differentialgleichungen, mit denen können wir besser umgehen. Da können wir nämlich ausrechnen, wie viele Infizierte es am Tag 200 gibt, ohne das am Tag vorher zu kennen. Also wir haben eine geschlossene Kurve und eine geschlossene Form für die Kurve. Das ist jetzt hier einmal dargestellt. Das sieht erstmal relativ komplex aus. Aber am Anfang kann man wieder sagen, naja, also jetzt habe ich rechts oben das Gleiche nochmal hingeschrieben. Am Anfang ist das I von 0 ja sehr klein. Und 1 durch eine kleine Zahl ist was sehr Großes, also kann ich die erste 1 da mal weglassen. Im nächsten Schritt kann ich wieder sagen, 1 minus eine kleine Zahl ist ja auch ungefähr 1, lasse ich wieder weg und dann komme ich am Ende auf dieses I von 0 mal E hoch Beta T. Also wieder dieser exponentielle Anstieg, wo ich sehe, am Anfang der Epidemie geht es eben immer schneller. Wenn man jetzt exponentielles und lineares Wachstum nebeneinander stellt, dann stellt man fest, exponentielles Wachstum wird irgendwann immer schneller sein als jedes lineare Wachstum. Also wenn ich zum Beispiel auf der linken Seite die Anzahl der Infizierten sehe, dann wird es immer steiler. Und auf der rechten Seite sehe ich zum Beispiel die Anzahl der Krankenhausbetten, das wird nicht immer steiler. Ich kann zum Beispiel ganz stolz sein, dass ich die Betten einmal verdopple oder vielleicht 100 neue Betten ins Krankenhaus stelle, aber ich werde nie exponentielles Wachstum erreichen, aus dem einfachen Grund, dass Viren natürlich Viren produzieren, aber Betten keine Betten. Also wir werden da nicht hinkommen, dass wir mit diesem exponentiellen Wachstum mithalten. Wir müssen irgendwas anderes tun. Das Gute ist aber, manchmal werden wir wieder gesund und dann auch noch immun. Und dafür gibt es dieses berühmte SIR-Modell. Und das nimmt an, wenn ich die Corona-Infektion durchgemacht habe, dann bin ich im Normalfall immun. Es gibt natürlich Fälle, wo das nicht ganz richtig ist, aber das scheint auf jeden Fall nicht die Regel zu sein. Und in diesem Modell gibt es jetzt eben drei Typen. Der S-Typ, der kann wie vorher infiziert werden. Der I-Typ, das ist jemand, der kann nur noch die S jetzt infizieren, aber gesundet auch noch mit einer bestimmten Rate, die ich Gamma nenne. Und ich habe noch den R-Typ, der kann nicht erneut infiziert werden und ist für die weitere Epidemie nicht relevant. So, und jetzt kann ich mit dem Modell das Gleiche machen wie vorher. Erstmal habe ich hier nochmal das SI-Modell hingeschrieben. Und die Erweiterung ist jetzt, ich setze jetzt diesen grünen Typen dazu. Und der grüne Typ ist erstmal auch noch gar nicht angekoppelt. Ich sage nur einfach, die Anzahl der Immunisierten am nächsten Tag ist die Anzahl heute plus denjenigen, die gesund geworden sind, die sozusagen die Krankheit überstanden haben und immun sind. Und die muss ich natürlich dann bei diesen roten, bei dieser roten Bevölkerung abziehen. Also habe ich jetzt ein Modell aus drei verschiedenen Populationen, die Susceptiblen, die noch krank werden können, die Infizierten, die gerade krank sind, und die Recovered, die eben jetzt immun sind und eigentlich nicht mehr relevant sind für die Krankheit.
Das kann ich genauso wieder auf den Computer legen. Ich kann eine Tabellenkalkulation hernehmen. Ich kann die Multiplikation und Addition machen. Und dann komme ich einfach dahin, dass ich genau diese Kurven hier sehe. Und das sind genau die Kurven, die Herr Fekenscher eben auch schon erwähnt hat. Wir machen das natürlich auch dann doch wieder ganz gerne mit Papier und Bleistift und rechnen irgendwas aus. Und das Erste, was man ausrechnen kann, ist dieses R0. Und am Anfang gibt es nämlich gerade dann einen exponentiellen Anstieg, wenn dieses R0 größer ist als 1. Und in dem Modell ist das R0 einfach das Beta durch das Gamma, also die Rate, mit der ich andere anstecke, geteilt durch die Rate, mit der ich wieder gesund werden kann. Ich kann auch ausrechnen, wie hoch diese Kurve ist. Und der Punkt, an dem am meisten Leute gleichzeitig krank sind, das ist dieses I-Max und das ist einfach eine Funktion von dem R0. Wenn dieses R0 sehr groß ist, wenn sehr schnell die Krankheit sich ausbreitet, dann ist auch das Maximum sehr groß. Und wenn das R0 sehr klein wird, dann ist es eben nicht groß. Was wir im Frühjahr immer machen, gesagt haben und was überall durch die Presse ging, war dieses Flatten the Curve. Die Frage ist, wie wollen wir dieses R0 jetzt verringern und so die Dynamik der Epidemie irgendwie beeinflussen? Wenn ich mir meine Gleichung angucke, dann ist es natürlich viel einfacher als die Realität, aber ich habe eigentlich nur hier die Zeit, die kann ich nicht beeinflussen. S, I und R sind meine Subpopulationen. Die verändern sich einfach auf der Basis des Modells, da kann ich nicht angreifen, aber ich habe zwei Parameter, ich habe Beta und Gamma. Und jetzt gibt es eigentlich zwei Strategien. Ich kann einmal das Gamma verändern und erhöhen, ich kann schneller gesund werden. Das ist eine Strategie, die funktioniert nur irgendwie im Einzelfall und Herr Fekenscher hat auch schon sehr klar gesagt, eben, dass das ein Riesenproblem ist, die Leute eben zu behandeln in diesem Fall. Die zweite Strategie ist, ich kann versuchen, weniger anzustecken. Ich kann also eine Strategie entwickeln, wo ich dieses Beta verringere. Und beides verringert das R0 und führt sozusagen zu einer anderen Dynamik der Epidemie. Eine Möglichkeit, weniger anzustecken, ist natürlich das, was wir tun. Wir tragen Masken, wir halten Abstand und wir verringern die Zahl unserer Sozialkontakte. Und auch das macht man seit vielen Jahren in Modellen. Ich habe jetzt hier mal ein Modell mit einem Zufallsnetzwerk und ganz oben hier ist in dunkelrot einer, der ist krank und der kann seine Nachbarn anstecken. Und das ist aber, in dem ganzen Netzwerk haben die Leute viele Kontakte. Und wenn ich jetzt anfange, das laufen zu lassen, dann sehe ich in der Simulation, das geht sehr schnell nach oben, dieser exponentielle Anstieg. Und am Ende sind alle infiziert oder schon immunisiert, aber es bleibt keiner gesund. Diese Anzahl der sozialen Kontakte ist hier so dicht oder die Leute haben so viele Kontakte miteinander, dass ich ein Problem habe, das Ganze einzuschränken. In dem zweiten Fall habe ich einfach gesagt, ich nehme wieder ein Zufallsnetzwerk, aber ich nehme viel weniger Kontakte dazu. Also ich habe viel weniger Striche zwischen diesen Punkten, die die Menschen symbolisieren. Und dann sehe ich, dass selbst am Ende sind nicht alle krank geworden. Das sind zum einen diese untere Reihe, das sind Leute, die haben es jetzt ein bisschen übertrieben. Die haben ihre Sozialkontakte so weit reduziert, dass sie gar keinen mehr treffen. Das ist vielleicht auch nicht das Beste, aber es sind auch welche, die am Rand des Netzwerkes sind, die wenig Kontakte haben und deren Nachbarn immunisiert sind, bevor sie sie anstecken konnten. Also das ist, an dem Punkt sieht man, diese Verringerung von sozialen Kontakten kann sehr mächtig sein, um die Kurve nach unten zu drücken und auch dazu führen, dass eben gar nicht alle erkranken. Und diese Zahl, die dann so manchmal durch die Presse geht, wir müssen unsere Kontakte um 50%, um 75% reduzieren, das ist genau auf der Basis von diesen Modellen. Denn ich kann das R0 abschätzen und dann kann ich sagen, was ist denn, wenn ich das halbiere, wie würde es denn aussehen? Das ist in Wirklichkeit natürlich viel komplizierter und das ist leider auch nicht ganz einfach, das dann zu beschreiben, aber es gibt auch Zwischenstufen und eine Zwischenstufe haben wir in unserem Institut mitentwickelt. Das haben Wissenschaftlerinnen, haben sich zusammengesetzt, haben gesagt, können wir daraus nicht ein Spiel machen, woran man vielleicht ein bisschen besser sieht, was diese Reduktion von Sozialkontakten ist. Und hat zu diesem Spiel geführt, Virusalarm in Bleibhausen. Das kann man tatsächlich kostenlos beim IST anfordern oder jetzt auch in unserem Institut oder sich runterladen. Das ist einfach ein Spiel, wo man so ein bisschen sagt, was haben denn eigentlich diese Maßnahmen, die wir haben, für einen Einfluss? Und wie können wir vielleicht doch verhindern, dass am Ende die Krankenhäuser überlastet sind? Die große Frage, die wir uns alle stellen, ist aber, wann stoppt die Pandemie? Wann hört das denn endlich mal wieder auf? Und nach diesen Modellen im Durchschnitt steckt am Anfang jeder Infizierte R0 andere an. Also bei Corona hat man über Größenordnungen von 3 oder 4 geredet. Also es kann sein, dass ich am Anfang 4 andere angesteckt hätte. Aber wenn viele immun sind, dann wird die Ausbreitung langsamer. Also in diesem Fall hier habe ich einfach gesagt, wenn 2 immun sind, kann ich nur noch 2 anstecken. Und wenn der Anteil der Immunen diese Schwelle 1 minus 1 durch R0 überschreitet, dann wächst die Anzahl der Infizierten nicht mehr exponentiell. Und das ist das, was man ja nicht so ganz glücklich Herdenimmunität nennt. Und das ist einfach der Punkt, ich habe genauso viele Kontakte, aber einen von denen kann ich noch nicht mal einen im Durchschnitt mehr anstecken. Und das führt dazu, dass die Anzahl der Neuerkrankungen eben abnimmt.
Und gab es immer wieder die Diskussion, kann ich nicht jetzt einfach der Pandemie ihren Lauf lassen und dann sind wir nachher alle immun und dann ist ja auch alles ganz gut. Und da gibt es natürlich viele Gründe dagegen und ich wollte es mal auf der Basis von Modellen darüber kurz sprechen. Also es gibt diese Schwelle für Herdenimmunität. Und im Normalfall redet man dabei über Impfungen. Also wenn ich zum Beispiel bei der Masernimpfung darüber spreche, wie viele muss ich denn jetzt impfen, damit das funktioniert? Wenn ich jetzt aber die Anzahl der Gesamterkrankten nehme, das sind nämlich immer die Roten und die Grünen zusammen, das sind ja alle, die die Krankheit irgendwann durchgemacht haben. Wenn ich die zusammenzähle, dann komme ich auf viel mehr Erkrankte, als ich für diese Herdenimmunität durch Impfung überhaupt haben müsste. Und das hängt jetzt von dem R0 ab, wie groß dieser Overshoot an dieser Stelle ist, aber es ist auf jeden Fall ein Punkt, den man natürlich sich überlegen muss. Es werden viel mehr Leute krank, es werden viel mehr Leute sterben, als ich durch eine Impfung impfen müsste, um sicher zu sein. Also dieser Zeitpunkt, an dem ich zu dieser Herdenimmunität hinkomme, ist eigentlich der Zeitpunkt, wo ich gerade am meisten Leute gleichzeitig krank sind. Und dann dauert es immer noch sehr lange, bis es aufhört. Dazu kommen noch andere Dinge. Man kann also ganz einfach abschätzen, wie schlimm wäre das denn eigentlich? Und auch wenn ich jetzt an Infektionszahlen wie in Norditalien denke, dann würde es Jahre dauern, bis die Bevölkerung geschützt ist. Denn da hat man nachher diskutiert, vielleicht sind so 2,5% der Bevölkerung überhaupt betroffen gewesen. Und um dann bei dem R0 von 4 dahin zu kommen, da brauche ich 30 Jahre. Das geht natürlich nicht. Und das ist, vielleicht ist es auch falsch. Vielleicht ist die Abschätzung so, dass wir da um Faktor 2, 3 daneben liegen. Aber es ist auf jeden Fall so, dass es die Größenordnung ist, wir brauchen viele Jahre und nicht nur ein paar Monate. Das nächste ist dieser Punkt, das Gesundheitssystem wird erheblich überlastet werden. Und das heißt ja nicht, dass die Leute alle an Corona sterben. Also hier rechts ist ein Bild von einem neuen Friedhof in Manaus in Brasilien, wo einfach sehr viele Leute gestorben sind, auch an Dingen, an denen man normalerweise nicht stirbt, weil einfach das Krankenhaus keinen mehr aufnehmen kann. Ob das jetzt wirklich Herdenimmunität in Manaus ist, das ist noch in Diskussion da. Und der letzte Punkt, den ich eben gemacht habe, ist, erkranken viel mehr Menschen, als für die Herdenimmunität durch Impfung überhaupt notwendig gewesen wäre. Gut, kommt zur Zusammenfassung. Was können solche Modelle überhaupt leisten? Und dieses SIR-Modell ist natürlich nur ein sehr grobes Modell einer Epidemie, aber die Grundprinzipien sind da. Es gibt dieses R0, es gibt verschiedene Klassen da drin. Wenn ich jetzt auf die Modelle schaue, die aus den Empfehlungen an die Politik abgeleitet werden, dann sind das meist Erweiterungen von diesem Modell. Ich kann eine Altersstruktur reintun, ich kann räumliche Struktur nehmen, ich kann die Infektionszeiten mit aufnehmen. Also aber die Grundprinzipien der Modelle sind immer alle sehr ähnlich. Und solange es eben keine Impfstoffe und keine Medikamente gibt, ist alles, was wir tun, ist das Beta-Verändern in diesem Modell und die Krankheitsausbreitung verlangsamen, das heißt Kontakte reduzieren und die Kontakte, die wir haben müssen, sicherer machen. Gut, vielen Dank. Das ist das Ende. Ich habe hier nochmal die beiden Adressen, wo wir das Material, wo man das Material finden kann, hingeschrieben. Und ja, auch vielen Dank an Caroline und Christina für das Feedback zu dem Vortrag. Ja, vielen Dank, Anne. Und vielen Dank, dass du ein bisschen Zeit gelassen hast für einige Fragen, die wir jetzt stellen können. Also eine Frage ist nochmal, ob du aufgrund deiner Expertise nochmal sagen könntest, für wie genau hältst du das SIR-Modell und für welche Prognosen sozusagen eignet sich das SIR-Modell jetzt eigentlich? Also wie genau ist es natürlich, ein mathematisches Modell ist 100% genau, das macht keine Fehler. Das Problem ist aber, inwiefern kann ich das anwenden? Und dann ist die Frage, brauche ich zum Beispiel diese räumliche Struktur, brauche ich eine Altersstruktur, um eine vernünftige Vorhersage zu machen? Und diese räumliche Struktur zum Beispiel, die Strukturen, die ich gezeigt habe, das sind Zufallsnetzwerke, die spielt da gar keine große Rolle. Also in Zufallsnetzwerken nicht, aber in anderen Netzwerken, wo es zum Beispiel Individuen gibt, die sehr, sehr viele Kontakte haben, da ist das schon sehr wichtig. Da gibt es also klassische Arbeiten, 20 Jahre alt, wie man diese Netzwerke am besten unterbrechen kann. Da ist es wichtig, aber das Modell als solches ist, glaube ich, eine wichtige Grundlage. Aber jetzt nur mit dem SIR-Modell eine Vorhersage zu machen, das halte ich persönlich für ein bisschen absurd. Also man muss schon diese Erweiterung angucken und man muss dann aber auch angucken, brauche ich die Erweiterung oder kann ich nicht aus diesen Grundprinzipien exponentielles Wachstum aufhalten, schon genug lernen, dass ich weiß, was zu tun ist. Ja, vielen Dank. Du bist ja jetzt Experte für diese mathematischen Modelle und Simulationen. Stehst du da in irgendeiner Art und Weise mit der Politik in Kontakt? Kriegst du da irgendwie Anfragen oder führt ihr da irgendeine Art von Austausch mit der Politik?
Also es gibt schon einen gewissen Austausch. Ich stehe im regelmäßigen Austausch mit Leuten vom Wissenschaftsministerium hier, wo es eben Beratergremien gibt, wo man einfach diskutiert, wie ist die Lage und welche neuen Studien gibt es. Und das ist für mich schon ein sehr interessanter Austausch, aber ich bin auch sehr froh, dass man da in zweiter Reihe steht, weil wir, glaube ich, alle sehen, dass man als Wissenschaftler kann man sehr viel sagen. Und wenn ich jetzt nur jemanden aus einem Gebiet frage, dann hat er vielleicht eine ganz andere Meinung, zum Beispiel der Epidemiologe hat vielleicht eine ganz andere Meinung zu dem, was wir tun sollten, gegenüber einem Psychologen. Gut, hier ist noch eine Frage reingekommen. Beziehen sich die Modelle nur auf Europa oder auf die ganze Welt? Also die Modelle, die entwickelt werden, also das Grundmodell, das gilt ja für alles. Da brauche ich ja gar keine Daten für, sondern das ist einfach ein allgemeines Modell. Diese Modelle werden aber in jedem Land entwickelt. Also in den USA gibt es da eine sehr, sehr aktive Community, in der Schweiz. Wir haben schon im März einen Vortrag gehabt von einem ehemaligen Wissenschaftler des Instituts, der auf den Philippinen genau solche Modelle entwickelt, um der Regierung zu sagen, wie kann es weitergehen, was passiert hier. In Schweden sind Wissenschaftler, Kollegen von mir, die diese Modelle nutzen, um einfach eine Vorhersage zu machen, wie viele Krankenhausbetten brauche ich an jedem Zeitpunkt. Also für mich sind das irgendwie so die Heydays der mathematischen Biologie, weil man diese Modelle endlich mal in Echtzeit anwenden muss. Und es gibt viele Leute, die das sehr, sehr gut machen. Gut, uns haben auch ein paar Fragen zu dir persönlich erreicht. Und zwar, hast du selbst eigentlich Mathematik studiert? Und wie bist du dann eigentlich auf das Thema Evolution im Anschluss gekommen? Also ich muss zugeben, ich habe eigentlich sogar nur Physik studiert. Aber das Thema Evolution ist so ein bisschen zu mir gekommen, würde ich sagen. Ich habe mich in der Promotion, die ich übrigens hier in Kiel gemacht habe, für nichtlineare Dynamik interessiert. Also gerade für solche Gleichungen wie diese hier, die Terme haben, die das Ganze ein bisschen schwieriger machen. Und die interessanten Anwendungen kamen eigentlich immer mehr aus der Biologie und auch aus den Sozialwissenschaften als jetzt aus der Physik selber, wo vieles mit den Methoden schon analysiert wurde. Also irgendwie für mich war irgendwann klar, die interessanteren Fragestellungen, die ich für meine Methoden finde, sind eigentlich außerhalb der Gebiete, wo man diese Methoden klassischerweise mehr anwendet. Wobei diese Modelle, von denen ich geredet habe, die sind 100 Jahre alt. Also das ist schon sehr, sehr klassisch. Gut, vielleicht noch im Anschluss daran erreicht uns noch eine Frage. Wie sieht so ein typischer Tag von dir aus? Du hast ja von Papier und Bleistift gesprochen. Du hast auch irgendwie von Computersimulationen gesprochen. Muss man dich im Büro einem Whiteboard vorstellen oder am Computer oder mit Block und Papier? Wenn es gut läuft, alles. Aber also ich arbeite mit sehr vielen Leuten auch zusammen. Das heißt, sehr viel ist auch Diskussion darüber, was wir denn überhaupt gerade tun und das in den Kontext einzuordnen. Und was für uns auch sehr, sehr wichtig ist, wie kommuniziere ich diese Modelle? Also es reicht ja nicht, dass ich irgendwas Komplexes ausgerechnet habe. Ich muss das ja auch irgendwann der Welt mitteilen. Und deswegen ist für uns das Schreiben von Manuskripten, das immer auf Englisch stattfindet, sehr wichtig, dass dieser Austausch mit anderen Wissenschaftlern, das spielt eine viel größere Rolle, als man dachte früher. Also ich dachte immer, also so ein Wissenschaftler sitzt irgendwie in seinem Büro und rechnet irgendwas Tolles aus und dann kommt jemand und interessiert sich dafür. Das ist ein bisschen anders. Also wir müssen schon uns mal konzentriert hinsetzen, was ausrechnen, was simulieren, aber die Kommunikation darüber spielt eine Riesenrolle. Gut, und vielleicht noch eine Abschlussfrage. Du arbeitest in der Abteilung Evolutionstheorie. Und bei Evolutionstheorie, da denkt man sofort an Darwin oder irgendwelche anderen Evolutionstheorien. Was steckt dahinter dem Begriff Evolutionstheorie und was steckt hinter der Arbeit sozusagen auch in deiner Arbeitsgruppe? Also Theorie wollten wir gerne in dem Namen haben, weil wir einfach eine theoretische Arbeitsgruppe sind, wo mathematische Modelle im Fokus stehen. Und Evolution ist, kann man sehr, sehr breit auffassen. Also Evolution ist eben nicht nur, dass ich jetzt mir überlege, wie damals die Finken auf den Galapagos-Inseln entstanden sind, sondern Antibiotikaresistenzen ist ein evolutionsbiologisches Thema. Viele ökologische Probleme sind in ihrem Kern, haben auch eine evolutionsbiologische Komponente. Also ich wollte damals gar nicht nach Plön gehen, weil mein damaliger Chef gesagt hat, wenn du nach Plön kommst, darfst du nur noch in Evolutionsbiologie arbeiten. Und dann habe ich nachgefragt, okay, was ist denn das? Und dann war die Definition so breit, dass ich gedacht habe, ich kann alles machen hier, das ist gut. Gut, super. Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank an dich, Arne. Und ich würde jetzt gerne an Eva Stuckenbrock weitergeben. Ihr werdet jetzt weitergehen mit ihrem Vortrag. Und ich möchte Eva Stuckenbrock kurz vorstellen. Eva Stuckenbrock kommt aus Dänemark und ist jetzt bei uns hier an der CAU Professorin und Leiterin der AG Umweltgenomik. Sie ist Expertin für die Evolution von Pilzen und wird uns heute Einblicke geben, wie Pandemien eigentlich im Pflanzenreich aussehen. Eva, ich bin gespannt auf deinen Vortrag. Dankeschön. Vielen Dank, Caroline.
Ich freue mich jetzt, über eine andere Art von Pandemie zu erzählen, nämlich Pandemien in der Pflanzenwelt und im Besonderen Pandemien in der Landwirtschaft, nämlich die Krankheitserreger, die unsere Nutzpflanzen befallen. Anfangsweise möchte ich ganz kurz erwähnen, jetzt haben wir viel über Viren gehört. Wir sprechen jeden Tag über ein besonderes Virus. Es gibt aber auch Viren, die Pflanzen befallen. Und als ein Beispiel zeige ich euch hier ein Maisblatt, infiziert mit einem MRD-Virus. Aber wir werden heute nicht über Viren in meinem Vortrag sprechen. Es gibt eine sehr große Diversität von Mikroorganismen, die Pflanzen befallen, unter anderem Pilzen. Und ihr seht hier ein anderes Maisblatt, das ist hier mit einem Pilz infiziert, eine sogenannte Rostpilz. Und diese rote Farbe, diese gelb-rote Farbe, sieht fast wie das Blatt verrostet ist. Das kommt durch diese Infektion von den Rostpilz. Wie ihr euch vorstellen kann, dann, wenn man jetzt eine Epidemie von so einem Pilzerreger hier in einem Feld hat, dass nicht nur ein Blatt so aussieht, aber alle Pflanzen in dem Feld so aussehen, dann hat das sehr große Konsequenzen für die Ernteerträge und ist für den Bauern sehr, sehr schlecht. Und das ist tatsächlich so, dass Krankheitserregern, Pflanzenkrankheiten eine sehr große Herausforderung ist für den Bauern und also damit auch für uns als unsere Gesellschaft. Was können wir dagegen tun? Wir haben seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden, haben wir Pflanzen gezüchtet, um resistente Sorten zu etablieren, die gegenüber eine große Diversität von Krankheitserregern resistent sind. Das heißt, die Pflanzenzüchtung ist für uns ein sehr, sehr wichtiges Werkzeug, um hier gesunde Pflanzen zu entwickeln. Zusätzlich dann können die Bauern jetzt auch den Feldern behandeln mit Pestiziden. Wenn wir über Pilzen sprechen, dann Fungiziden, das sind Giftstoffe, die das Wachstum von den Pilzen verhindern. Und ich mag sehr gern dieses Luftbild hier von einer Kollegin aus der USA. Das zeigt ein Zuckerrübefeld. Und hier hat der Bauer die rechte Seite des Feldes behandelt mit einem Fungizid. Dann ist er irgendwann aufgehört, ist nach Hause gefahren, hat das Arbeit nicht fertig gemacht. Und das war eine dumme Idee, weil nach 2 Tagen dann sah die unbehandelte Teil des Feldes sehr, sehr schlecht aus. Die braune Farbe hier, das zeigt einen sehr starken Befall von einem Pilzkrankheitserreger, Cercospora reticula. Eine große Herausforderung für uns ist, dass obwohl wir jetzt mit Pflanzenzüchtung, mit Pestiziden, mit Fungiziden viel machen können, dann löst das nicht alle Probleme und es löst nicht die Probleme für immer, weil die Krankheitserreger nämlich sich entwickeln. Die passen sich an die Fungiziden, an die resistenten Pflanzen an. Die entwickeln also fungizidresistent. Ihr werdet heute einen Vortrag von Hinrik Schulenburg nachher hören über die Antibiotika-Krise und Antibiotika-Resistenz, was ja in den Krankenhäusern ein sehr großes Problem ist. Und ähnlicherweise haben wir in der Landwirtschaft ein sehr großes Problem mit diesen Resistenz, die unsere Krankheitserregern entwickeln gegenüber Pestiziden und Fungiziden. Und deswegen ist die Evolutionsbiologie für uns sehr wichtig. Wir können mit der Evolutionsbiologie nämlich sehr wichtige Fragestellungen beantworten. Und was für mich eine sehr zentrale Frage ist, nämlich von wo kommen die Krankheitserreger, die unsere Nutzpflanzen befallen? Und wie ich eben gesagt habe, die entwickeln sich sehr schnell, die passen sich an den Bedingungen sehr schnell an. Und was sind die Mechanismen, womit diese Organismen sich so schnell anpassen können? Und das sind ja selbstverständlich sehr wichtig, diese Fragen zu beantworten, um schlussendlich da neue Strategien oder verbesserte Strategien zu entwickeln, womit wir unsere Nutzpflanzen gegenüber diese Krankheitserregern schützen können. Ich möchte euch heute über Thymoseptoria tritici erzählen. Das ist ein Pilz, der Weizen infiziert. Es verursacht den Krankheit Septoria Blattdürre. Und es gibt diese Pilz in jeder Weizenfeld hier in Schleswig-Holstein. Und ihr werdet das sehr einfach erkennen durch diese gelben Flächen auf den Blattoberflächen. Die kleinen schwarzen Punkte, das sind die Fruchtkörper dieses Pilz. Jede kleine schwarze Punkt hier beinhaltet Tausende von Sporen, die neue Infektionen dann starten können.
Symoseptoria tridici gibt es weltweit, überall, wo man Weizen anbaut. Und ich zeige euch hier eine Weltkarte. Hier seht ihr in grün, wo man in der Welt überall Weizen anbaut. Da sind wir, je grüner, je mehr intensiv ist die Weizenproduktion. Und da seht ihr, wir sind hier in Nordeuropa ganz gut mit. Aber es gibt auch Bereiche in China, in Indien, in USA, wo die Produktion von Weizen sehr hoch ist. Und überall ist Symoseptoria tridici dann also auch vorkommend. Und wir haben uns mit anderen Kollegen die Frage gestellt, wo ist denn jetzt eigentlich der Ursprung von Symoseptoria tridici? Ihr weiß mit Coronavirus, Coronavirus kommt aus China, da wissen wir ganz genau, aus diesem Wuhan-Provinz. Wir haben uns hier also parallel also gefragt, was ist jetzt der Ursprung von diesem Weizenkrankheitserreger? Um diese Frage zu beantworten, da haben wir und andere haben Populationen von Symoseptoria tridici eingesammelt. Wir sind also in Weizenfeldern weltweit reingegangen, haben da infizierte Blätter gesammelt und davon die Pilzspuren, die Pilzisolate isoliert. Dann haben wir die genetisch charakterisiert, um da den Verwandtschaft zwischen unterschiedlichen pathogenen Individuen und pathogenen Populationen zu beschreiben. Und was wir damit herausgefunden haben, mit unserer Evolutionsanalysen gezeigt haben, ist, dass die älteste Population dieses Krankheitserreger sind in den Nahen Ost. Und wir haben mit unserer populationsgenetischen Methoden haben wir die Migrationsmuster dieses Krankheitserreger in Zeit und auch geografisch nachweisen können. Und wir haben herausgefunden, dass Symoseptoria tridici sich erstmal von den Nahen Ost sich nach Europa verbreitet hat und Asien. Und erst viel, viel später hat dieser Erreger sich dann an andere Regionen der Welt verbreitet, also Amerika, Australien und Südafrika. Und wenn man sich jetzt diese Karte anschaut, dann wird man sehen, das ist auch die Verbreitungskarte von Weizen und eigentlich auch die Geschichte von Weizen. Weizen ist nämlich in den Nahen Ost entstanden und hat sich dann mit den ersten Bauern nach Europa und Asien verbreitet. Die haben Weizen mitgebracht und erst viel, viel später mit der europäischen Kolonisierung von Amerika, von Australien, haben Menschen dann Weizen mitgenommen. So, das zeigt also hier, diese Pathogen ist also mit Menschen und mit Weizen hat sich weltweit verbreitet. Wir haben jetzt im Besonderen für diese Region, den Nahen Ost, interessiert. Und das ist für uns eine sehr wichtige Region, nicht nur für uns als Wissenschaftler, aber für uns als Menschen, weil da sind nämlich die ersten, sagen wir mal, die ersten wilde Pflanzen wurden domestiziert. Da hatten man das erste Landwirtschaft entwickelt. Es gibt da eine besondere Region, wo diese Domestizierung stattgefunden hat und das nennt man der fruchtbare Halbmond. Und wir haben uns auf diese Region konzentriert und haben da die Hypothese getestet, dass Symoseptoria tridici, dass die Geschichte dieser Krankheitserreger, die Geschichte von Weizen parallel mitgelaufen ist. Wir haben diese Hypothese zu testen, diese Fragestellung zu beantworten, haben wir mit Kollegen in Iran und Israel zusammengearbeitet. Das Foto hier zeigt eine bergige Region in der nördlichen Iran. Und ihr seht, das ist sehr grün, da wachsen ganz viele Gräser hier. Und interessanterweise, zwischen diese Gräser sind wilde Weizen, wilde Gerste. Also wilde Verwandten von den Getreiden, die vor 10.000 Jahren her domestiziert wurden. Und wir haben diese wilde Gräser inklusive die wilde Getreide eingesammelt. Und interessanterweise haben wir da auch Septoria-Symptome gefunden, die sehr ähnlich zu den Symoseptoria-Tridici-Symptome, die wir heutzutage auf Weizen finden. Und wir haben jetzt selbstverständlich dann die Fragestellung gestellt, wie sind jetzt diese Pathogen auf den wilden Gräsern mit Symoseptoria tridici auf Weizen verwandt. Und wir haben versucht, da die evolutionäre Geschichte des Pilz nachzustellen. Und ich kann mich vorstellen, für euch klingt das so ein bisschen komisch, wie kann man jetzt die evolutionäre Geschichte von einem Pilz untersuchen? Und um euch da eine Idee zu geben, sage ich euch hier, dass
sag mal, das Evolutionsgeschickte von unserer eigenen Art von Menschen, das hat man auch mit genetischen Daten untersucht. Und wir haben die gleiche Analysen, die evolutionsbiologische Methoden verwendet, um hier die evolutionäre Geschichte von Cymus septoria tridici zu untersuchen. Um das zu machen, haben wir Genomdaten analysiert und ihr habt bestimmt von DNA und möglicherweise auch von Genomdaten gehört. Das ist also das Erbgut Information. Jeder Pilzindivid beinhaltet ein Genom und da haben wir von hunderte von Pilzisolaten die Genomdaten eingesammelt und wir haben dann die Unterschiede zwischen Individuen und zwischen Arten untersucht mit unseren Methoden und haben dann tatsächlich die evolutionäre, sagen wir, Stammbaum, die evolutionäre Verhältnisse zwischen die Cymus septoria Arten auf verschiedene Gräser beschrieben. Und wir haben hier unsere Hypothese bestätigt, dass die Artsbildung von diesem Weizenkrankheitserreger Cymus septoria tridici tatsächlich parallel mit den Artsbildung von Weizen gelaufen ist. Die Artsbildung dieser Krankheitserreger ist vor circa 10.000, 11.000 Jahre her, hat es stattgefunden, also zu der Zeitpunkt, wo man Weizen domestizierte. Und jetzt findet wir heutzutage dann in den Nahen Ost auf wilde Verwandte von Weizen, auf andere wilde Gräser, finden wir dann nahe Verwandte von Cymus septoria tridici. Auf dieser Abbildung, da seht ihr hier so eine Dreieck hier, was das eigentlich symbolisieren soll, ist diese Expansion, dieses Wachstum der Population, diese Krankheitserreger. Durch die Verbreitung, die Pandemie von Cymus septoria tridici, ist die Population dieser Krankheitserreger mit der Landwirtschaft, mit dem Weizenanbau auch sehr stark gewachsen im Verhältnis zu den Populationen auf wilde Gräser. So, das heißt, die Geschichte dieser Krankheitserreger ist also parallel zu der Geschichte von einer Getreide, von Weizen. Als wir Weizen domestizierte, da haben wir also eine neue Krankheitserreger mitentwickelt, kann man also sagen. Und das hat sich dann also weltweit mit Weizen auch verbreitet. Wir haben mit den Genomdaten dann zusätzliche Fragestellungen beantworten können, zum Beispiel zu den Mechanismus, womit Cymus septoria tridici sich so schnell entwickeln kann. Und wir haben mit den Genomdaten festgestellt, dass dieser Pilz eine unglaublich hohe Mutationsrate hat. Und das sind auch besondere Arten von Mutationen, die im Genom stattfinden. Das sind strukturelle Änderungen, das sind also die Chromosomen, die ändern sich in ihren Struktur. Und das passiert ganz häufig und unterstützt also auch diese rasche Evolution von Cymus septoria tridici. Wir haben auch gezeigt, dass dieser Pilz sich mit anderen Krankheitserregern kreuzt, also mit anderen Krankheitserregern auf andere Pflanzenarten und dadurch entstehen neue Arten von Pathogenen durch diese Hybridisierung. Und schlussendlich haben wir dann weiterhin diese ganz schnelle Verbreitung von Cymus septoria tridici nachgewiesen. Dann schlussendlich, warum ist es jetzt wichtig, den Ursprung von einem Krankheitserreger zu untersuchen? Ist das jetzt nur so akademisch für uns als Forschern wichtig zu verstehen? Und da würde ich gerne argumentieren, dass es überall für unsere Gesellschaft sehr wichtig zu verstehen ist, weil wir damit auch verstehen, von wo neue Krankheitserreger, die unsere Nutzpflanzen befallen können, von wo die eigentlich kommen. Und ich kann euch mal kurz erzählen, es gibt eine ganz, ganz kleine Anzahl von Forschern, die mit Krankheitserregern von wilden Pflanzen arbeiten. Und das finde ich ja eigentlich eine Schade, weil wir jetzt wissen, dass von wilden Pflanzen können neue Krankheitserregern auf unseren Nutzpflanzen, davon können die sich entwickeln. Und fast die letzte Folie hier. Ähnlicherweise ist es ja auch sehr wichtig zu verstehen, von wo Coronavirus überhaupt kommt. Die Evolutionsgeschichte von diesem Virus zu verstehen ist sehr wichtig. Coronavirus hat jetzt einen sehr wichtigen, großen Einfluss auf unsere Gesellschaft. Das ist nicht der erste Krankheitserreger, weil so eine Pandemie geführt hat. Und das wird bestimmt auch nicht die letzte Pandemie, die wir sehen werden. Also es ist sehr wichtig, die Evolution von den Krankheitserregern zu verstehen.
Und dann schlussendlich habe ich hier ein Bild von meiner Arbeitsgruppe. Wir arbeiten hauptsächlich hier an der Universität Kiel und ich habe auch ein ganz kleines Team, das auch in Plön arbeitet, wo Arne Traulsen auch ist. Und dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ich freue mich auf eure Fragen. Ja, Eva, vielen Dank für diesen tollen Vortrag. Wir starten mit der Frage, wie überträgt sich denn so eine Pandemie eigentlich zwischen den Pflanzen? Also bei den Menschen kann man sich das vorstellen, jeder kann sich irgendwie vorstellen, wie Tröpfcheninfektion funktioniert. Aber was sind eigentlich typische Übertragungswege bei Pflanzen? Also von den Krankheitserregern von Pflanzen, also ich habe ja dieses Bild von Zymoseptoria tridici gezeigt mit diesen kleinen schwarzen Punkten, das sind die Fruchtkörper und da drin sind Sporen. Und einige Arten von Sporen können sich mit dem Wind verbreiten und können sich hunderte von Kilometer, kann so eine Pilzspore sich verbreiten. Das heißt, Epidemien in der Pflanzenwelt entstehen durch diese, sagen wir mal, Verbreitung von Mikroorganismen in unserer Umwelt. Zusätzlich dann ist es ja so, dass jetzt in der Landwirtschaft, dass wir auch die Krankheitserregern rumtragen, wenn wir Pflanzenprodukte verkaufen zwischen Kontinente, dann tragen wir auch die Krankheitserreger mit. So eigentlich ist Landwirtschaft, globaler Handel ist ein sehr wichtiger, sagen wir mal, Weg, um Krankheitserreger global zu verbreiten. Gut, vielleicht gleich im Anschluss daran, können Insekten bei der Bestäubung als Überträger von Pathogenen dienen? Es gibt auch Beispiele, dass Bestäubern eine Rolle als, sagen wir mal, Vektoren für die Verbreitung von Krankheitserregern, dass die da auch eine Rolle spielen. Und jetzt habe ich, anfangsweise habe ich ein Bild von einem Blatt mit einem Virus infiziert. Und genau, Viren können sich ja, also die Pflanzen bewegen sich ja nicht rum und die Viren können nicht selber rumfliegen. Und die sind eigentlich von Vektoren abhängig. Und da spielen nicht Bestäubern, aber andere Insekten sowie Blattläuse eine sehr wichtige Rolle, um da die Virenpartikeln von einer Pflanze nach der anderen zu übertragen. Gut, bei der Corona-Pandemie wird jetzt ganz viel über Impfungen gesprochen. Ist es irgendwie möglich, im Pflanzenreich zu impfen? Ja, also nicht richtig impfen, aber man kann sagen, dass wenn wir jetzt mit Fungiziden, mit Pestiziden die Pflanzen befallen, dann ist das auch eine Art von Medikament, was wir auf den Feldern raustun. Sonst ist das ja mit dieser Pflanzenzüchtung, jetzt habe ich das nicht detailliert heute erklärt, aber was man da versucht, ist eigentlich genetisch da resistente Pflanzen zu entwickeln. Aber kann ja, ich hoffe, ihr seht noch meine Folie, vielleicht nicht, aber das ist diese Fledermaus, das ist eine super tolle Geschichte und ich habe leider nicht Zeit darüber zu sprechen, aber es gibt in Nordamerika eine ganz starke Epidemie von einem Krankheitserreger von Fledermäuse und da versucht man jetzt, die Fledermäuse tatsächlich zu impfen. Da gehen also die Wissenschaftler, Tierärzte gehen rein in solche Höhlen da und impfen wirklich die Wildtiere. Also, das sind nicht nur Menschen, die geimpft werden, aber nicht Pflanzen, aber Tiere schon, wilde Tiere können auch geimpft werden. Ja, du hast es schon ein bisschen angesprochen, aber hier nochmal die Nachfrage. Wird der Mensch eigentlich selber zum Evolutionsfaktor, zum Beispiel durch Biotechnologie, sodass Pflanzen letzten Endes im Labor resistent gemacht werden können und Pestizide vielleicht irgendwann unnütz werden? Ja, das ist ja so ein sehr heißes Thema hier. Also ich muss sagen, wir müssen wirklich eine Alternative zu Fungiziden und Pestiziden etablieren, weil, und wie gesagt, ihr werdet nachher einen Vortrag von Hinrik Schulenburg hören über die Antibiotika-Krise und das ist ein sehr schön Parallel. Also wir stehen davor, in ein paar Jahren nicht mehr Chemikalien zu haben, womit wir unsere Nutzpflanzen schützen können. Und zusätzlich dann sind diese Chemikalien, diese Pestiziden, Fungiziden, haben ja auch einen sehr großen Impact, also Effekt auf unsere Umwelt. Das heißt, die können wir einfach nicht so auf den Feldern tun. Und deswegen ist es wichtig, da Alternative zu finden und immer noch da genug Essen in der Landwirtschaft zu produzieren. Deswegen ist das, denken viele, eine Möglichkeit, dass man da nicht durch die Züchtung, aber durch die Biotechnologie, da eigentlich die Gesundheit von den Pflanzen, also genetisch verbessert durch die Biotechnologie.
Das heißt, dass man da eigentlich die Evolution unterstützt mit der Biotechnologie. Du hast ja in deinem Vortrag von Nutzpflanzen gesprochen. Uns erreicht aus der Schule noch eine Frage. Was passiert, wenn man diese pilzinfizierten Pflanzen selber isst? Kann man da krank werden? Beziehungsweise können auch die Tiere vielleicht erkranken, die diese Pflanzen letzten Endes essen? Ja, das ist eine gute Frage. Symoseptoria tridici infiziert nur die Blätter. Und die Blätter essen wir ja nicht. Die essen vielleicht eine Kuh oder andere Tiere. Die werden von dieser Pilz nicht krank. Also das Pilz kann nicht in den Darm von einem Tier überleben. Es gibt aber auch Krankheitserreger an Pilzen, die Körner infizieren. Und da können die auch Toxine produzieren. Und das kann für uns dann auch sehr schlecht sein, Körner oder Mehl, die mit solchen Toxinen infiziert sind, die zu essen. So, es gibt Beispiele von Pilzen, wo das wirklich gefährlich ist, die infizierte Körner zu essen ist. Ja, auch hier interessiert sich das Publikum für dich als Person und deine Forscherkarriere sozusagen. Wie sieht es bei dir aus? Welche wissenschaftlichen Arbeitsweisen verwendest du am meisten und in welchen Arbeitsumgebungen arbeitest du dabei? Also stehst du im Labor oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, ich bin eigentlich als so eine Outdoor-Feldbiologe angefangen. Ich habe ein sehr großes Interesse für die Natur, mag gern draußen zu sein und habe viel im Feld gearbeitet. Aber jetzt, wo wir ganz viel mit genetischen Daten arbeiten, da ist hauptsächlich meine Arbeit ist am Computer. Wir haben auch ein Labor und machen da auch viele, sagen wir mal, molekularbiologische Untersuchungen von dem Pilz. Wir haben auch ein Gewächshaus, wo wir Experimente machen können. Und dann haben wir neulich, letztes Jahr, ein neues Feldexperiment auch gestartet. So hoffentlich werde ich jetzt auch mehr Zeit im Feld, zumindest einmal pro Jahr, verbringen können. Gut, ich glaube, ich habe hier eine schöne Abschlussfrage. Worin liegt deine persönliche Motivation, dich mit dem Thema zu beschäftigen und warum sollten wir uns vielleicht auch mehr mit dem Thema beschäftigen? Also diese Thema ist sehr, sehr wichtig und ich denke auch manchmal von unserer Gesellschaft übersehen, dass Pflanzen auch krank werden und dass wir da tatsächlich in der Landwirtschaft eine Herausforderung haben, unsere Pflanzen gesund zu behalten. Ich bin, so persönlicherweise bin ich, habe ich erstmal meine Forschungskarriere mit sogenannten Mykorrhiza-Pilzen angefangen. Das sind Pilzen, die ein Vorteil für den Pflanzen sind. Die bilden so eine Symbiose und unterstützen den Nährstoffaufnahmen für die Pflanzen. Und das heißt, ich habe mich sehr für diese Interaktion zwischen Pflanze und Mikroorganismen interessiert, sind dann später auf die böse Pilzen umgestiegen und das ist einfach sehr, sehr faszinierend, diese Interaktion auf verschiedene Ebenen, auf das biochemische, auf das molekulare Ebene und auch das evolutionäre Ebene zu sehen, wie die Mikroorganismen sich an den Pflanzen angepasst haben und auch wie die Pflanzen sich an diese Koexistenz, das Zusammenexistenz mit Mikroorganismen anpassen. Okay, dann würde ich sagen, vielen Dank an Eva Stuckenbrock für den tollen Vortrag, für die verständlichen Antworten auf die Fragen und auch nochmal vielen Dank an Arne Trausen für seinen Vortrag und damit gehen wir in die Pause und sind um 11 Uhr wieder zurück.
Ja, herzlich willkommen zurück zur letzten Runde in dieser Vortragsreihe, die wir heute hier präsentieren. Weil es einige Fragen dazu gab, ganz kurz, wir sind hier zu zweit in diesem Raum. Wir halten hier alle Abstände und Hygieneregeln ein und das ganze Team ist auf mehrere Räume verteilt, sodass hier keine zu engen Kontakte kommen und nur die, die reden, dürfen ihre Maske für diese Zeit kurzfristig absetzen. Zum Zweiten möchte ich ganz kurz meiner Freude Ausdruck verleihen, was für einen Einzugsbereich wir hier heute abdecken, nämlich das Reich von Schleswig-Holstein über Niedersachsen bis hin nach Baden-Württemberg. Herzliche Grüße in den Süden. Und das ist natürlich eine ganz große Freude für uns, dass wir ein so breites Einzugsgebiet heute hier erreichen. Ja, ich möchte Ihnen den nächsten Redner vorstellen, den Sie heute schon kennengelernt haben, nämlich Professor Hinrich Schulenburg, der seit 2008 hier Professor für Zoologie ist, mit dem Schwerpunkt Evolutionsforschung. Ich kann Ihnen sagen, Herr Schulenburg ist dabei, wirklich ein neues Gravitationszentrum, einen Schwerpunkt hier zu entwickeln und zusammen mit dem Max-Planck-Institut in Plön für Evolutionsforschung für einen besonderen Schwerpunkt auch deutschlandweit hier in Kiel. Unter anderem hat er das Zentrum für Evolutionsforschung gegründet hier und sogar erreicht, dass dafür ein neuer Forschungsbau entwickelt wird. Das wird also ein ganz spannendes, großartiges Projekt hier. Was ihn wissenschaftlich interessiert, ist ganz besonders die evolutionäre Interaktion zwischen Parasiten und ihren Wirten und wie sie sich gegenseitig aufrüsten und immer neue Entwicklungen sehen. Diese hohe Dynamik dieser Interaktion, die besonders wichtig ist, letztendlich auch für unsere eigene Gesundheit. Das Zweite, was ihn interessiert, sind auch Bakterien und ihre Wirtsinteraktion und Bakterien selbst und ihre Strategien. Und Antibiotikaresistenzen und ihre Thematik sind ein ganz großes Thema, von dem Sie sicherlich schon gehört haben. Und genau darum wird es in seinem Vortrag gehen. Wir freuen uns auf deinen Vortrag, Hinrich. Vielen Dank für die Einführung. Ich möchte in meinem Vortrag Ihnen vorstellen, was Darwin mit der Antibiotikakrise zu tun hat und wie uns Darwin, der Begründer der Evolutionsbiologie, eventuell helfen kann bei der Antibiotikakrise. Zu Beginn des Vortrags möchte ich Sie ganz kurz auf eine Exkursion mitnehmen an die schönen Küsten hier in Schleswig-Holstein. Und an den Küsten hier in Schleswig-Holstein können wir das Meer beobachten mit den beeindruckenden, zum Teil dramatischen Wellenbewegungen, die wir dort sehen. Und diese Wellenbewegungen sind von einer hohen Dynamik gekennzeichnet und von ihnen geht auch eine sehr große Kraft aus, die zum Teil auch gefährlich werden kann, wenn sie sozusagen dann das Land überfluten kann. Ja, und wie gehen wir mit dieser Dynamik und dieser Gefahr um? Wir bauen Deiche. Wir bauen Deiche als Schutz und im modernen Deichbau berücksichtigen wir explizit die Dynamiken, die hier vorherrschen. Wir berücksichtigen, dass Ebbe und Flut auftreten können. Wir berücksichtigen, dass eine Springflut auftreten kann. Und wir berücksichtigen im modernen Deichbau auch, dass der Meeresspiegel ansteigen wird aufgrund des Klimawandels. Gut, jetzt können Sie fragen, was hat das mit der Antibiotikakrise zu tun? Es ist Folgendes. Bei der Evolution von Antibiotikaresistenzen finden wir auch eine sehr, sehr hohe Dynamik vor. Das heißt, wenn wir uns gegen die Antibiotikakrise und das vermehrte Auftreten von Antibiotikaresistenzen schützen wollen, dann müssen wir diese Dynamiken berücksichtigen. Wir brauchen nachhaltige Schutzverkehrungen, ähnlich wie wir das beim modernen Deichbau auch machen. Was sind überhaupt Antibiotika? Antibiotika sind Moleküle, die entweder Bakterienwachstum hemmen oder Bakterien abtöten. Sie wurden 1928 das erste Mal beschrieben von Alexander Fleming. Und wir können Antibiotika in verschiedene Gruppen unterteilen, zum Beispiel aufgrund ihrer Wirkweise. Und so gibt es Antibiotika, die die Zellwandsynthese inhibieren. Es gibt andere Antibiotika, die Ribosomen inhibieren oder andere, die die DNA-Synthese inhibieren. Und die Entdeckung und vor allen Dingen der darauf folgende medizinische Einsatz gilt als ganz große Erfolgsgeschichte der Medizin. Denn Menschen werden häufig von bakteriellen Keimen infiziert und in der Vergangenheit haben diese bakteriellen Infektionen sehr häufig zum Tode geführt. Und das konnte man auf einen Schlag ändern durch den Einsatz von Antibiotika
und es hat aufgrund Antibiotika-Behandlungen eine signifikante Reduktion in der Mortalität bei Menschen gegeben. Das ist etwas, was wir heute zum Teil gar nicht mehr wissen, aber das ist tatsächlich ein großer Einschnitt gewesen und wirklich eine sehr große Erfolgsgeschichte der Medizin. Gleichzeitig haben wir uns aber mit dem Einsatz, dem vermehrten Einsatz von Antibiotika, ein neues Problem geschaffen. Denn wenn wir Antibiotika einsetzen, dann selektieren wir automatisch und wir selektieren dafür, dass Bakterien Resistenzen evolvieren. Das hat mit dem Einsatz von Antibiotika zu tun und vor allen Dingen auch mit dem Einsatz von Antibiotika in Fällen, wo es nicht absolut notwendig ist. Das finden wir in der Medizin, wo zum Beispiel manchmal Antibiotika eingesetzt werden, wenn Erkältungen vorliegen. Und Erkältungen, zumindest die meisten Erkältungen, werden von Viren verursacht, gegen die Antibiotika nicht wirken. Daneben setzen wir Antibiotika auch in sehr, sehr großer Menge in der Landwirtschaft ein. Das ist etwas, was den meisten Leuten gar nicht bekannt ist, aber wir setzen in der Landwirtschaft größere Mengen an Antibiotika ein als in der medizinischen Behandlung. Und je mehr wir dort Antibiotika einsetzen, desto stärker selektieren wir auch dort für Resistenzen. Und das ist ein Phänomen, was vor allen Dingen in den letzten Jahren zugenommen hat mit der Massentierhaltung. Je stärker die Massentierhaltung, desto größer gibt es eine Notwendigkeit, dort Antibiotika einzusetzen. Und je mehr Antibiotika wir in diesen Feldern einsetzen, desto mehr landen auch Antibiotika in der Umwelt und auch dort selektieren wir für Resistenzen. Und das ist ein sehr dynamischer Prozess. Antibiotikaresistenzen evolvieren sehr dynamisch und das lässt sich zum Beispiel mit dieser Zeitskala illustrieren. Hier sehen Sie die verschiedenen Jahre, seit man Antibiotika medizinisch einsetzt. Und die Linien zeigen an, wann bestimmte Antibiotika das erste Mal medizinisch eingesetzt wurden. Und was ich Ihnen nun hier unten zeige, ist das erste Auftreten von Resistenzen gegen die bestimmten Antibiotika. Und was wir hier sehen können, ist, dass Resistenzen immer entstehen. Bakterien zeigen ein wahnsinniges Evolutionspotenzial und sie sind in der Regel immer in der Lage, irgendwann Resistenzen zu evolvieren. Und das ist in der Tat ein sehr, sehr dynamischer Prozess. Und eine weitere Folge ist, dass sich mittlerweile sehr stark multiple Resistenzen ausbreiten. Und das ist das, was wir als Antibiotikakrise heute bezeichnen. Es besteht die Gefahr, dass immer stärker multiresistente Keime sich ausbreiten, evolvieren und ausbreiten und wir uns damit in eine postantibiotische Zeit zurückbegeben. In eine Zeit, die wir geglaubt haben, überwunden zu haben, nämlich von vor 100 Jahren, wo halt einfache bakterielle Infektionen tödlich waren. Und wenn multiple Resistenzen sich weiter ausbreiten, besteht genau diese Gefahr, dass wir diese einfachen bakteriellen Infektionen nicht mehr behandeln können und wir wieder eine deutliche Zunahme der Mortalität haben aufgrund dieser Infektionen. Diese Aussicht, diese dramatische Aussicht hat natürlich internationale und nationale Gesundheitsorganisationen und Institutionen wachgerüttelt und es ist eine Reihe an Maßnahmen vorgeschlagen worden und die auch zum Teil jetzt umgesetzt werden. Dazu gehört unter anderem, dass man vermehrt neue Antibiotika entwickeln möchte oder dass vermehrt Wert darauf gelegt wird, auf Hygienemaßnahmen und damit auch eine Reduktion des Einsatzes von Antibiotika. Und das ist ein anderer wichtiger Punkt, dass man den Einsatz der Antibiotika nicht nur im medizinischen Bereich, sondern auch in der Landwirtschaft einschränken muss. Für mich ist bei diesen Vorschlägen sehr interessant zu beobachten, dass die Dynamiken, die Evolution der Krankheitskeime und damit also die Entstehungsprozesse und die Ausbreitung der Antibiotikaresistenzen nicht berücksichtigt werden. Zumindest in den meisten Fällen. Wenn wir also das Motiv vom Deichbau nehmen, heißt das oder ist das eine Situation, als ob wir keine vernünftigen Deiche bauen. Und die Konsequenz kann folgendermaßen aussehen. In Venedig wusste man, dass man bessere Deiche braucht. Man hat sie nicht gebaut. Und im letzten Jahr konnte man die Konsequenz beobachten, nämlich dass Venedig komplett überflutet war. Genau in so eine Situation könnten wir uns eventuell hineinbewegen, wenn wir bei der Bekämpfung der Antibiotikaresistenzen die evolutiven Dynamiken nicht berücksichtigen. Was nun? Eine sehr wichtige Maßnahme ist, dass wir neue Antibiotika entwickeln.
Allerdings bewegen wir uns da in einem Teufelskreis, denn wir wissen, wenn wir diese neuen Antibiotika einsetzen, werden auch innerhalb kurzer Zeit wieder neue Resistenzen entstehen. Was können wir noch machen? Das Wichtigste ist sicherlich, dass wir weniger Antibiotika einsetzen und eigentlich auch nur dann, wenn sie absolut notwendig sind. Und in anderen Fällen eher nicht. In den anderen Fällen sollten wir eher versuchen, über andere Maßnahmen, zum Beispiel Hygienemaßnahmen, zum Erfolg zu kommen. Daneben sollten wir bei der Entwicklung von Antibiotikatherapien aber auch explizit die evolutiven Dynamiken berücksichtigen, denn die sind ja dafür verantwortlich, dass Antibiotikaresistenzen entstehen und sich ausbreiten. Und das ist genau das, was wir in meiner Arbeitsgruppe betrachten. Hier ist also ein Bild meiner Arbeitsgruppe bei einem Ausflug nach Sylt vor 2 Jahren, als wir noch dicht beieinander stehen durften, ohne Masken zu tragen. Das wird auch hoffentlich bald wieder der Fall sein. Und was machen wir? Wir führen Evolutionsexperimente im Labor durch. Das sind Experimente, bei denen wir Evolution in Echtzeit beobachten und studieren können und dabei uns evolutive Prozesse anschauen können. Und wir können diese Evolutionsexperimente verwenden, um zu schauen, wie alternative Antibiotikatherapien sich verhalten. Und wir kombinieren das mit Genomsequenzen der Bakterien, um die Selektionsdynamiken besser zu verstehen. Und die meisten unserer Studien in diesem Themenbereich führen wir mit einem Pathogen durch, einem Krankheitskeim durch, Pseudomonas aeruginosa, der auch sehr relevant ist für den Menschen, denn er ist häufig multiresistent und kann Lungeninfektionen, aber auch Wundinfektionen verursachen. Im Folgenden zeige ich Ihnen einen kleinen Film, mit dem ich Ihnen einfach mal zeigen möchte, was wir im Labor machen. Sie werden eine Doktorandin aus meiner Arbeitsgruppe sehen, die Ihnen kurz vorstellt, wie man so ein Evolutionsexperiment ansetzt. Hi, I'm Aditi, a PhD student in the Schulin Walk Group. I work on antimicrobial resistance evolution and today I will take you through the course of an evolution experiment. Das war eventuell etwas leise. Es handelt sich um eine Doktorandin in meiner Arbeitsgruppe, Aditi Batra. Und Aditi führt Evolutionsexperimente mit dem Krankheitskeim Pseudomonas aeruginosa durch, der nach Wachsen diese blaugrünen Kulturen bildet. Und wir führen unsere Evolutionsexperimente im Hochdurchsatzformat durch, in sogenannten Mikrotiterplatten, die Sie hier hinten links sehen. Ich versuche mal mit dem Pfeil drauf zu zeigen, das hier ist so eine Mikrotiterplatte. Und wir setzen dann verschiedene Kulturmedien, Nährmedien an für die bakteriellen Keime. Und können dort dann verschiedene Antibiotika hinzugeben und verschiedene Antibiotikatherapien testen. Diese Nährmedien können wir dann auf die Mikrotiterplatte verteilen. Und das ist das, was Sie jetzt im Folgenden sehen, im Zeitraffer, mit Hilfe einer sogenannten Multichannel-Pipette. So, also im Zeitraffer, so schnell geht das normalerweise nicht, aber da werden jetzt Kulturmedien, Nährmedien verteilt auf diese Mikrotiterplatte. Da sind dann also verschiedene Volumina hier und in die Bakterien werden jetzt hinzupipettiert, sodass sie dann im Anschluss in diesen Nährmedien wachsen und evolvieren können. Und die Bakterienkulturen stellen wir dann in sogenannte Plattenlesegeräte. Dort werden sie geschüttelt und auf eine angenehme Temperatur gebracht und können dann über mehrere Tage dort evolvieren und sich an bestimmte Antibiotikatherapien anpassen oder aber auch nicht. Wir erhalten dann sehr umfangreiche Datensätze, die wir dann mit statistischen Analysen auswerten, um halt besser zu verstehen, wie Evolution abläuft. Soweit also ein kurzer Überblick über die Durchführung von Evolutionsexperimenten bei uns im Labor. Wie gesagt, wir erhalten sehr umfangreiche Datensätze und können damit Hypothesen testen, schauen, inwiefern alternative Antibiotikatherapien vorteilhaft sind oder eventuell nicht funktionieren. Und im Folgenden möchte ich Ihnen 2 Konzepte aus der Evolutionsbiologie vorstellen, die man bei der Antibiotikatherapie einsetzen kann und mit denen man hoffentlich auch die Antibiotikatherapie nachhaltiger gestalten kann. Und das erste evolutionäre Konzept bezieht sich auf Trade-offs. Was meinen wir mit Trade-offs? Trade-offs können dann auftreten, wenn Ressourcen limitiert sind. Das heißt, ich habe von einer bestimmten Ressource nur eine bestimmte Menge und wenn ich die jetzt verwende, um eine Eigenschaft zu fördern, habe ich weniger zur Verfügung, um eine andere Eigenschaft dann im Nachhinein zu fördern. Illustrieren kann man das sehr gut mit dem Geldbeutel, denn da ist in der Regel auch das Geld limitiert und wenn ich jetzt etwas kaufen will, muss ich genau abwägen,
wie ich das Geld investieren möchte. Wenn ich also für eine Sache sehr viel Geld ausgebe, werde ich für eine andere Sache deutlich weniger Geld zur Verfügung haben. Das ist also etwas, was Sie, denke ich, auch während der Corona-Pandemie hautnah immer erleben konnten, wo ich denke mal, Sie sich alle immer die Frage stellen mussten, ob Sie jetzt lieber das Geld ausgeben für Toilettenpapier oder für eine Verlängerung des Netflix-Abos. Wir haben uns Trade-offs, evolvierte Trade-offs im Kontext von Antibiotikaresistenzen angeschaut. Und der erste Schritt ist, dass wir Bakterien evolvieren in solchen Evolutionsexperimenten in der Art und Weise, dass sie am Ende eine sehr hohe Resistenz gegen ein Antibiotikum haben. Und das ist hier illustriert. Hier haben wir also wieder diese Mikrotiterplatten, da sind Bakterien drin und die sehen dann über die Zeit eine immer höhere Antibiotikakonzentration eines bestimmten Antibiotikums. Und über diesen Weg selektieren wir dann eine sehr hohe Resistenz gegen dieses Antibiotikum. Das können wir dann nachher messen. Wir nehmen also die evolvierten Bakterien hier aus den Mikrotiterplatten und setzen diese dann zusammen mit unterschiedlichen Antibiotikakonzentrationen, hier von links nach rechts mit zunehmenden Konzentrationen. Und dann schauen wir, in welcher Art und Weise die Bakterien das überleben. Das ist hier auf der Y-Achse dargestellt. Und so können dann Ergebnisse aussehen. Die schwarze Linie bezieht sich auf den Bakterienvorfahren, mit dem wir das Evolutionsexperiment gestartet haben. Und da sehen wir, dass der Vorfahre schon bei einer Konzentration von 50 dieses bestimmten Antibiotikums nicht mehr wachsen kann, nicht mehr überlebt. Die evolvierten Bakterien sind hier in den verschiedenen Farben dargestellt. Und da sehen wir sehr schön, dass die sehr wohl noch überleben, dass sie also deutlich höhere Konzentrationen vertragen. Der nächste Schritt ist, dass wir nun schauen, inwiefern die evolvierte Resistenz Nebeneffekte hat. Und es gibt zwei Grundtypen an Nebeneffekten, nämlich einmal die Kreuzresistenz oder die kollaterale Sensitivität. Wir nehmen jetzt also die evolvierten Bakterien, die resistent sind gegen das erste Antibiotikum, und setzen sie zusammen mit einem zweiten Antibiotikum und auch hier wieder mit ansteigender Konzentration dieses zweiten Antibiotikums. Wir schauen dann wieder, inwiefern Bakterien überleben. Und so können dann Ergebnisse aussehen. Wir haben also hier wieder in Schwarz den Bakterienvorfahren, der auch hier wieder bei einer Konzentration von ungefähr 50 nicht mehr wachsen kann. Und die evolvierten Bakterien können es. Das heißt, dies hier sind Bakterien, die gegen ein erstes Antibiotikum resistent sind und nun aber automatisch, in diesem Fall auch gegen das zweite Antibiotikum resistent sind, also eine Kreuzresistenz zeigen. Und das ist etwas, was medizinisch problematisch ist, weil wir dann dieses zweite Antibiotikum logischerweise gegen die resistenten Keime nicht mehr einsetzen können. Das, wonach wir suchen, ist der andere Nebeneffekt, den wir hier sehen. Hier haben wir also auch wieder Bakterien genommen, die eine evolvierte Resistenz gezeigt haben gegen ein Antibiotikum. Und diese Bakterien zeigen nun eine erhöhte Sensitivität gegen ein zweites Bakterium. Nachdem also eine Resistenz evolviert wurde, sind diese Bakterien deutlich empfindlicher, deutlich sensitiver gegenüber einem zweiten Antibiotikum. Und das hier ist genau so ein evolvierter Trade-off, den wir eventuell medizinisch ausnutzen können. Wir haben also diese Situation, dass die Evolution der Resistenz gegen ein Antibiotikum dazu führt, dass diese Bakterien deutlich sensitiver sind gegen ein zweites Antibiotikum. Und in der Therapie könnte man es in der Art ausnutzen, dass wir also erst mit dem ersten Antibiotikum behandeln. Und selbst wenn dann eine Resistenz entstehen würde, könnten wir dann auf das zweite Antibiotikum wechseln und die Bakterien damit erledigen, in Anführungsstrichen. Und das ist genau ein Konzept, was derzeit auch medizinisch ausgetestet wird. Wir haben uns mit Klinikern zusammengetan und überprüfen gerade, in welcher Art und Weise man dieses Phänomen ausnutzen kann. Geht da noch mehr? Wir denken ja. Wenn wir in die Evolutionstheorie schauen, wissen wir, dass Organismen sich sehr gut anpassen können an konstante Umweltbedingungen. Gerade Bakterien. Wir finden Bakterien unter extrem hohen Temperaturen, extrem niedrigen Temperaturen, bei hoher Radioaktivität. Bakterien können sich wahnsinnig gut anpassen, zeigen ein wahnsinniges Evolutionspotenzial. Wir wissen aus der Evolutionstheorie aber auch, dass Organismen Schwierigkeiten haben, sich anzupassen, wenn sich die Umwelt andauernd verändert, vor allem wenn sie sich in unvorhersagbarer Art und Weise verändert. Und ist das etwas, was wir auch für die Antibiotikatherapie ausnutzen können? Das haben wir auch wiederum mithilfe eines Evolutionsexperiments überprüft.
wo wir wieder in Mikrotiterplatten Evolutionsexperimente durchgeführt haben. Und in diesem Fall haben wir dann zwischen drei verschiedenen Antibiotika gewechselt. Und so können dann die Behandlungsgruppen aussehen. Hier horizontal ist die Zeit aufgetragen, wo wir entweder nur ein Antibiotikum die ganze Zeit verabreichen, hier durch die verschiedenen Grauschattierungen angezeigt, oder aber die Antibiotika schnell und regelmäßig oder langsam und regelmäßig oder rein zufällig wechseln. Wir haben dann geschaut, in welcher Art und Weise sich die Bakterien anpassen konnten, haben eine Reihe an Experimenten durchgeführt und ich zeige Ihnen jetzt nur eines der Ergebnisse, die den Effekt sehr schön zusammenfassen. Hier haben wir wieder auf der X-Achse die Zeit aufgetragen, auf der Y-Achse ein Maß für die Fähigkeit der Bakterien, sich an die Therapie anzupassen. Wenn wir hier einen sehr hohen Wert kriegen, bei 1, haben sich die Bakterien sehr gut angepasst an die Therapie, die wir vorgegeben haben. Und wenn wir einen Wert nahe 0 finden, haben sie sich nicht gut angepasst. Und in verschiedenen Farben sind jetzt diese Haupttypen an Behandlungsformen wiedergegeben. Monotherapie in Gelb, in Hellblau schnell und regelmäßig, in Dunkelblau langsam und regelmäßig und in Rot zufällig. Und das sind die Ergebnisse. Was wir hier sehen, ist, dass wenn wir nur ein einziges Antibiotikum einsetzen, also eine Monotherapie, oder wenn wir die Antibiotika langsam und regelmäßig wechseln, dann können sich die Bakterien vor allen Dingen zu Beginn dieses Experiments sehr schnell anpassen. Und gerade zu Beginn dieses Experiments sehen wir dann aber auch, dass bei schneller regelmäßigem Wechsel von Antibiotika und vor allen Dingen dem zufälligen Wechsel der Antibiotika die Bakterien Schwierigkeiten haben. Sie können sich signifikant schlechter anpassen. Und genau das könnte eine weitere Möglichkeit sein, wie wir Antibiotikatherapien nachhaltiger gestalten. Dass wir also Antibiotika in einer Art und Weise verabreichen, die es den Bakterien schwer machen, sich anzupassen. Und auch dies hier ist ein Konzept, wo wir gerade mit Klinikern uns zusammengetan haben, um zu schauen, ob es tatsächlich dann auch bei der Behandlung eines Menschen funktioniert. Ich habe Ihnen also zwei Konzepte vorgestellt, wo wir denken, dass die funktionieren können bei einer Therapie beim Menschen, auch wenn wir im Moment nur experimentelle Daten haben, aber wir haben begonnen, diese auf den Menschen zu übertragen. Damit bin ich am Ende meines Vortrags und ich möchte hier wieder das Motiv vom Deich aufnehmen, so wie wir die Deiche auch sehr schön in Schleswig-Holstein finden können. Die Haupt-Take-Home-Message ist, eine nachhaltige Antibiotikatherapie muss die Evolution berücksichtigen. Wir brauchen einen Schutz unter Berücksichtigung der relevanten Dynamiken, denn wir wissen, dass Krankheitskeime sich extrem schnell anpassen können. Und ich habe Ihnen, wie gesagt, zwei Konzepte vorgestellt. Das eine ist die kollaterale Sensitivität, bei der wir evolvierte Trade-offs ausnutzen. Und das andere ist die sequentielle Therapie, wo wir Antibiotika möglichst schnell wechseln und damit die Anpassung der Krankheitskeime erschweren. Und damit möchte ich mich bedanken bei Ihnen für das Zuhören. Ja, Hinrich, vielen Dank für diesen spannenden und wichtigen Vortrag. Es gibt eine ganze Menge an Fragen und ich versuche mal so ein paar Fragenkomplexe zusammenzufassen. Was passiert, wenn Antibiotikaresistenzen ansteigen? Kann das zu einem internationalen Problem werden, wie eine Pandemie? Wie handelt man dann und wie kann man damit umgehen? Eine sehr gute Frage und es gibt leider keine einfache Antwort darauf. Wir erleben auf jeden Fall Epidemien. Das heißt lokale Infektionswellen mit resistenten Keimen und die stellen ein riesiges Problem dar und wir haben meistens keine sehr gute Strategie. Die Strategien sehen zum Teil ähnlich aus, dass wir also auch wiederum auf Isolation der Personen bauen oder aber, dass man hofft, dass wir noch ein Reserveantibiotikum zur Verfügung haben. Es gibt also einige Reserveantibiotika, die zumindest in einigen dieser Epidemien eingesetzt werden konnten und den Patienten helfen konnten. Wir sehen zum anderen zum Teil aber auch schon eine weltweite Pandemie bestimmter resistenter Keime. Die Maßnahmen sind die gleichen. Also auch da ist es sehr wichtig, dass wir neue Strategien entwickeln. Derzeit setzt man primär halt auf die Reserveantibiotika, zum Teil auch auf Isolation der infizierten Patienten. Aber meiner Meinung nach brauchen wir neue, weitere Strategien. Und hier kann uns die Evolutionsbiologie potenziell helfen. Vielen Dank. Eine zweite Fragekomplex fragt nach Alternativen zu Antibiotika. Was würde passieren, wenn wir komplett auf Antibiotika verzichten und können Phagen eine Alternative zu Antibiotika sein? Wenn wir einfach so komplett auf Antibiotika verzichten,
dann wäre das dramatisch und fatal. Es würden sehr, sehr viele Personen sterben. Antibiotika sind nach wie vor extrem wichtig, um Leben zu retten. Das ist, wie gesagt, etwas, was wir manchmal vergessen. Aber Personen mit dem geschwächten Immunsystem oder nach einer Operation, bei einer Organtransplantation oder auch bestimmte Infektionstypen sind potenziell tödlich und wir haben sie im Griff, weil wir Antibiotika haben. Es ist aber trotzdem eine sehr gute Frage, kann man eventuell mit Alternativen auch effizient vorgehen? Und die Phagentherapie ist eine dieser Alternativen, die derzeit geprüft wird. Und auch da bin ich sehr optimistisch, dass sie eine effiziente Alternative in der Zukunft darstellen wird. Eine Frage, die auch einige umtreibt, ist, kann das Essen von Fleisch, welches Antibiotika enthält, auch zu einer Resistenz führen? Und können vielleicht damit verbunden zu hohe Konzentrationen von Antibiotika dem Menschen direkt schaden? Das sind zwei unterschiedliche Fragen. Wenn Fleisch tatsächlich mit Antibiotika-Konzentrationen kontaminiert ist, dann kann das sehr wohl auch zur Selektion von Resistenz im Menschen führen. Das steht außer Frage, wenn also Fleisch tatsächlich kontaminiert ist. Der zweite Teil der Frage bezog sich darauf, ob Antibiotika auch dem Menschen direkt schaden kann. Das kann sein und es gibt zwei unterschiedliche Typen an Schädigungen, die eintreten können. Eine Schädigung, die auf jeden Fall immer auftritt, ist, dass wir mit der Einnahme von Antibiotika unsere Mikroflora, also die reichhaltige Mikrobengemeinschaft, die wir in und auf uns tragen, verändern. Und das kann große Probleme bereiten, denn wir benötigen unsere Mikroflora, unser Mikrobiom zum Überleben. Das Mikrobiom ist sehr wichtig für viele physiologische Prozesse, auch für unsere Immunabwehr. Und wenn wir diese verändern, kann das dramatische Folgen haben. Deswegen, das ist ein weiterer Grund, weswegen man auch Antibiotika nur einnehmen sollte, wenn es wirklich notwendig ist. Es gibt dann einige Antibiotika, die sehr starke Nebeneffekte produzieren können, die also toxische Nebeneffekte haben. Die werden medizinisch logischerweise auch nur sehr selten eingesetzt und in der Regel auch nur, wenn es absolut notwendig ist. Ja, dann vielleicht eine sind so viele gute Fragen, dass es schwer ist, da auszuwählen. Also wir werden darauf zurückkommen, aber vielleicht eine abschließende Frage. Was halten Sie für zukunftsfähiger, sequentielle Therapie oder kollektive Sensitivität? Was ist vielleicht die bessere Lösung? Da möchte ich mich ehrlich gesagt nicht entscheiden und ich halte es auch für einen Fehler zu sagen, nur das eine oder nur das andere. Es sind beides Wege, die wir explorieren sollten und schauen sollten, welche tatsächlich nachher bei einer Behandlung funktionieren. Und es wird mit Sicherheit auch am Ende nicht nur eine nachhaltige Therapieform geben, sondern es ist meiner Meinung nach sehr wichtig, dass wir unterschiedliche nachhaltige Therapieformen zur Verfügung haben. Und deswegen müssen wir halt beide austesten. Ja, aufgrund der Zeit würden wir das hier beenden. Vielen Dank, Hinrich, für diesen großartigen Vortrag und vielen Dank an alle, die diese tollen Fragen gestellt haben. Wir machen jetzt gleich mit dem nächsten Vortrag weiter. Ich soll was sagen, oder? Also, dann darf ich Ihnen den letzten Redner des heutigen Tages vorstellen. Wir kommen also jetzt zum Schluss. Und der letzte Redner heute ist Professor Ben Krause-Kiora vom Institut für klinische Molekularbiologie des Universitätskrankenhauses hier in Kiel. Herr Krause-Kiora ist eine ganz besondere Mischung. Er ist nämlich ein Biochemiker und Archäologe zugleich. Mit besonderem Schwerpunkt der Ur- und Frühgeschichte, seit 2014, ist er Leiter des Ancient DNA Labors am genannten Institut, wo es darum geht, uralte Proben zu erschließen und damit einen einzigartigen Blick in die Vergangenheit zu ermöglichen. Er hat hochsensible Methoden zur DNA-Analyse entwickelt und kann auch die kleinsten Spuren von hochgradig degradierter DNA erfassen und analysieren. Und zum Beispiel kann er zurückblicken auf die Domestikation oder die Geschichte des menschlichen Immunsystems oder eben auch Pathogene bis 11.000 Jahre vor heute. Und das ist einzigartig. Und insbesondere die Evolution von Krankheitserregern über so einen langen Zeitraum
ist auch spannend für unsere Gegenwart. Lieber Ben, ich freue mich auf deinen Vortrag. Ja, vielen Dank für die nette Einführung. Genau, ich will Ihnen heute mein Forschungsfeld ein bisschen näher bringen, und zwar die Evolution von Krankheitserregern über einen längeren Zeitraum. Was nutzen wir dafür? Wir nutzen die Ancient DNA oder alte DNA, das heißt DNA aus biologischem Material, was uns über Jahrhunderte, Jahrtausende überliefert ist. Und hier habe ich einmal ein paar Beispiele mitgebracht, typischerweise halt das Knochen-Skelettmaterial, das wir beproben, das fällt natürlich jedem ein, aber auch anderes organisches Material, wie zum Beispiel der versteinerte Zahnstein hier, Pergamentpapier, was aus Tierhäuten gewonnen wurde, oder Paläofäkalien, also Paläokot, der überdauert hat. Das sind alles Ressourcen, die wir nutzen können für unsere ADNA-Forschung. Wie kann man sich die ADNA vorstellen im Verhältnis zu moderner DNA? Oben einmal dargestellt, die moderne DNA sind sehr große Bruchstücke, die wir aus Blut, aus Gewebe zum Beispiel isolieren können. Dort fallen Kontaminationen, hier in Rot gekennzeichnet, eher wenig ins Gewicht. Also Kontamination kann man sich vorstellen, dass zum Beispiel der Bearbeiter, der Arzt, der einem das Blut entnimmt, dort auch DNA-Spuren hinterlassen hat. Wenn man sich die ADNA anguckt, ist das etwa 100.000-fach weniger Material, was wir aus einem Gramm Probenmaterial gewinnen können. Das ist einmal unten dargestellt. Man sieht, es ist ein bunter Mischmasch auch noch aus DNA, den wir aus einem Probenmaterial gewinnen können. In Blau wieder gekennzeichnet das Material, das wir eigentlich analysieren wollen. In Grün zum Beispiel die gesamte Umwelt-DNA, die in so eine Probe eindringt, also Bakterien, Boden, Bakterien, Pilze, Wurzeln von Pflanzen zum Beispiel, die wir alle mit extrahieren und analysieren später. Auffällig ist hier auch, dass die roten Abschnitte, wieder die Kontamination, wesentlich stärker ins Gewicht fallen und hier natürlich dominieren würden, wenn wir spätere Analysemethoden anwenden. Das heißt, wir müssen unsere Probe quasi vor diesen Kontaminationen extrem schützen. Dies geschieht in unserem Fall in den sogenannten Reinsträumen. Also das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie in der Computerchip-Produktion, dass wir versuchen, wirklich die Proben bzw. das Material, mit dem wir arbeiten, vor der Außenwelt, vor der DNA zu schützen. Spannend ist hier auch noch, dass wir einen sogenannten metagenomischen Ansatz hier immer verfolgen. Das heißt, wir untersuchen den kompletten DNA-Gehalt aus so einer Probe. Das heißt, nicht nur die Ziel-DNA zum Beispiel vom Menschen oder vom Tier, sondern auch alles das, was quasi über die Zeit in diesem Knochenmaterial, in dem Probenmaterial hineingewandert ist. Das kann zum einen sein, die Dinge, die sozusagen unser Leben bestimmen, das heißt unsere Nahrungsgrundlage in der Vergangenheit, Krankheitserreger, die wir hatten und die wir aufgenommen hatten, an denen vielleicht die Person auch gestorben ist, aber auch Materialien, die über die Überdauerungszeit eingewandert sind. Das heißt, hier sind zum Beispiel wie die angesprochenen Pflanzenwurzeln ein Problem oder auch die Bodenbakterien, die natürlich in so einen Knochen eindringen können. Nicht zuletzt sehen wir natürlich auch Kontamination, wie hier zum Beispiel den Personal, das sozusagen diese Proben im Labor bearbeitet. Wie gesagt, wir versuchen unsere Proben hier in Kiel sozusagen durch einen Reinstraum zu schützen. Das Ganze wird dann sozusagen im Labor extrahiert, die DNA, und auf diese Hochdurchsatzsequenziermaschinen gebracht, hier als graue Kästen nur gekennzeichnet. Sie sehen wirklich ein bisschen langweilig aus, aber produzieren einen immensen Datenwust, der am Ende herauskommt. Das ist hier unten als Zahl einfach mal angegeben. Es sind wirklich gigantisch große Datenmengen, die später analysiert werden müssen. Wie kann man sich diese Metagenomik plastisch so ein bisschen vorstellen vielleicht? Wir haben als Ausgangsmaterial hier einen Zeitungsstapel, der sozusagen die Diversität des Probenmaterials widerspiegelt. Also da könnte zum Beispiel das menschliche Genom drinstecken, aber auch die Bodenbakteriengenome. Diese werden über die Zeit fragmentiert und wild durcheinander gewuselt. Und wir kriegen sozusagen eine kleine Portion dieser Fragmente heraus. Und aus dieser Portion versuchen wir genau eine Zeitung sozusagen zu rekonstruieren, zum Beispiel das menschliche Genom oder ein Pathogen, also ein Krankheitserreger, der in diesen Knochen drin steckt. Warum machen wir das Ganze, wenn es so kompliziert ist? Wir lieben unsere Outfits, muss ich sagen. Das erinnert vielleicht hier an diese Corona-Outbreaks und wie sich die Ärzte schützen. Hier ist es genau umgekehrt, wie schon angesprochen. Wir wollen nicht uns schützen vor potenziellen Krankheitserregern, sondern die Proben vor uns sozusagen als Kontaminante. Warum machen wir es wirklich? Aus evolutionsbiologischer Sicht, die ADNA ermöglicht uns, eine echte Zeitreise zu machen. Das heißt, wir können biologische Prozesse beobachten, wenn sie in der Zeit wirklich stattfinden, und auch über wesentlich längere Zeiträume. Dies kann man zum Beispiel an der Generationszeit von Menschen sich veranschaulichen. Ein Mensch hat etwa eine Generationszeit von 20 bis 25 Jahren. Und wenn man das in einem Laborexperiment vollziehen würde, würde man leicht an die Kapazitätsgrenzen kommen, wenn man nur 1, 2, 3 Generationen alleine betrachtet.
Und dies können wir mit der ADNA natürlich sehr leicht machen. Wenn wir allein ins Mittelalter gehen, haben wir etwa 500 Jahre. Und dies sind schon 20 bis 30 menschliche Generationen, wo wir wirklich Adaptationen des Menschen auf seine Umwelt feststellen können. Näher eingehen will ich hier in diesem Vortrag auf die Krankheits-Mensch-Koevolution, das heißt die Wechselwirkung zwischen Menschen und ihren Krankheitserregern. Und dort gibt es die sogenannte Red Queen Hypothesis, die besagt, dass sozusagen beide Partner sich fortgehend weiter entwickeln müssen, um quasi zu überlegen. Das heißt, es gibt eine beidseitige Anpassung an die neuen Umweltbedingungen, an die neuen Lebensbedingungen. Als erstes Beispiel will ich hier stärker auf die Lepra eingehen. Diese Krankheit wird verursacht durch das Bakterium Mycobacterium Lepre. Es schädigt das periphere Nervensystem und dadurch kommt es zum Beispiel zu diesen klassischen Symptomen, wie das sind die Absterben der Fingerglieder oder der Nasenhöhle. Es ist noch relativ weit verbreitet, vor allem in der südlichen Hemisphäre auf der Welt. Man sieht das hier in der WHO-Karte. Die roten Bereiche sind die Bereiche, die noch besonders betroffen sind. Es kommt auch immer noch zu 200.000 Neuinfektionen pro Jahr. Im Verhältnis natürlich zu einer echten Epidemie ist das relativ gering. Aber es gibt immer noch soziale Probleme in diesen Entwicklungsländern besonders. Man sieht hier auch, dass die nördliche Hemisphäre inklusive Europa eigentlich so gut wie gar nicht mehr betroffen ist. Das heißt, diese Krankheit ist mehr oder minder ausgestorben hier. Wenn man in die Geschichte geht, sieht das ein bisschen anders aus. Wir haben die ersten Überlieferungen aus dem alten China, Ägypten. Das heißt, vor etwa 2000, 3000 Jahren taucht das schon in der schriftlichen Überlieferung auf. Und diese Krankheit war endemisch, das heißt hier heimatlich in Europa, wirklich vom 11. bis ins 16. nachchristliche Jahrhundert. Und etwa 5% aller Skelette, die Archäologen und Anthropologen untersuchen, zeigen wirklich Symptome dieser Krankheit. Das heißt, man kann diese Veränderung auch am Knochen feststellen. Daraus ergibt sich sozusagen, dass fast jede Person wahrscheinlich mit diesem Krankheitserreger mal irgendwie in Kontakt gekommen ist über die Zeit. Und dazu kommt eine soziale Ausgrenzung dieser Personen in sogenannten Lepra-Hospitälern oder Lepressarien. Das heißt, diese Personen wurden wirklich aus der Gesellschaft ausgeschlossen. Dies hatte natürlich auch Implikationen auf die Selektion des Krankheitserregers, aber auch des Menschen sich. Wie identifizieren wir diese Lepra-Patienten? Hier sind einmal ein Patient und ein gesundes Individuum dargestellt. Hier auf dieser Seite sehen wir den Patienten. Man sieht diese verrundeten Nasenhöhlen, wo sozusagen das dünne Knochengewebe verschwindet langsam und der Oberkiefer, der sich auch auflöst. Dies ist bei den gesunden Personen sozusagen nicht der Fall. Hier sieht man diese feinen Knochenstrukturen noch und auch sozusagen den Oberkiefer, der ausgeprägt ist. Wir haben nun in einer größeren Studie Patienten, also Leprakranke, aus Dänemark untersucht. Die sind einmal hier oben dargestellt für jedes Individuum, wo wir auch wirklich ein komplettes Lepragenom analysieren konnten. Und man sieht alleine schon an der Farbgebung, dass wir dort eine sehr hohe Diversität im Mittelalter an einem Platz sozusagen des Bakteriums feststellen können. Wenn man das vergleicht, sieht man, dass sich das über Europa eigentlich so widerspiegelt. Das heißt, man hat während eines Zeitpunktes eine sehr hohe Diversität dieses Leprabakteriums in dieser Hochphase der Lepra-Epidemie. Zudem ist zu sagen, dass sich das Lepragenom über die Zeit so gut wie gar nicht verändert hat. Also dieses mittelalterliche Lepragenom sieht fast identisch aus mit dem, was wir heute weltweit noch beobachten können. Das heißt, hier findet keine Selektion auf Grundlage der Virulenz zumindest statt im Lepragenom. Unten ist einmal dargestellt sozusagen die farbliche Diversität dieses Genoms über die ganze Welt, die wir heute sehen. Dies ist das Lepressarium oder der Fundort, aus dem wir sozusagen diese Lepragenome kreiert haben. Es ist ein Lepressarium, ein Leprahospital in der Stadt Odense in Dänemark. Dort wurden etwa 1500 Individuen bestattet, die auch ausgegraben wurden und wir haben eine größere Anzahl hier beprobt. Wir haben dann uns überlegt, dass wir auch die menschliche Seite angucken sollten. Ich hatte ja von dieser Wechselwirkung schon gesagt. Das heißt, wir haben eine sogenannte Fallkontrollstudie durchgeführt an einem speziellen Gen, dem DHB1-1501-Allel, also das ist HLA, die erste Immunantwort auf alle Krankheitserreger. Und dort konnten wir wirklich feststellen, wenn wir Patienten mit gesunden Kontrollen aus der gleichen Zeit vergleichen, aber auch Patienten mit heutigen gesunden Personen, dass wir dort eine Anreicherung dieses Gens sehen. Das heißt, dies ist ein Faktor, der die Menschen damals anfälliger für die Lepra machte. Das Ganze können wir auch rechnerisch sozusagen untermauern mit einem sogenannten P-Wert und einem Odds-Ratio, das sozusagen aussagt, dass es auch statistisch haltbar ist, diese Aussagen und auch die Auswirkungen sozusagen auf Grundlage der Genetik.
Was ist die Quintessenz aus dieser Studie? Wir können zeigen, dass dieses Allel oder dieses Gen einen großen Risikofaktor darstellt. Wenn wir in die heutige Genetik gucken, sehen wir, dass der gleiche Faktor auch eine Rolle spielt bei entzündlichen Darmerkrankungen oder auch chronischen Erkrankungen und dass es protektiv ist gegen die Diabetes 1. Evolutionsmedizinisch oder in Evolutionsperspektive können wir hiermit das erste Mal wirklich zeigen, dass Lepra-Epidemien oder auch wahrscheinlich andere Krankheitsepidemien in der Vergangenheit einen Einfluss auf funktionelle Varianten in unserem eigenen Genom hatten. Das heißt, diese Krankheiten haben uns wirklich geprägt. Ein weiteres Beispiel, das wir untersucht haben, ist das Heilig-Geist-Hospital in Lübeck, also nicht weit von hier entfernt. Dort gibt es eine Mehrfachbestattung mit über 1000 Individuen. Hier sind einmal zwei Ausschnittsbilder, wie dicht gepackt diese Leute dort bestattet wurden. Das heißt, es war wirklich eine Notsituation für die damaligen Menschen, diese Leute zu bestatten und unter die Erde zu bringen. Das Ganze datiert um 1350, 1360. Dort herrschte normalerweise auch die Pest in diesen Regionen. Wir haben insgesamt 103 Individuen beprobt aus diesen 1000 und konnten feststellen, dass 10 von ihnen mindestens Träger von dem Bakterium Salmonella enterica paratyphus C waren. Dieses Bakterium verursacht Typhus, das heißt eine starke Durchfallserkrankung mit hohen Fieberschüben, die normalerweise unbehandelt auch leicht zum Tode führen kann. Wenn man sich jetzt diese Phylogenie anguckt, sieht man, dass nahebei zwei weitere Stämme aus Norwegen und Mexiko, die auch ins Mittelalter fallen oder datieren, also auch aus ADNA-Studien stammen, nahe zusammenfallen und zeigen, dass dieser Stamm relativ präsent war im heutigen Europa. Spannend ist, dass diese Stämme heute in den großen Typhusausbrüchen weltweit keine große Rolle mehr spielen. Das heißt, es scheint hier wirklich eher ein Phänomen zu sein, dass Paratyphus C sozusagen dominant im mittelalterlichen Europa war. Kollegen haben dann eine größere Studie über einen längeren Zeitraum bis in die Steinzeit durchgeführt. Hier sieht man einmal die ganzen bunten Figürchen, die sozusagen die ADNA-Resultate oder die alten Stämme darstellen. Und man sieht hier auch hier oben in diesem letzten Ästlein die Stämme, die Paratyphus C widerspiegeln. Und spannend ist dieser Umbruch, quasi wo der große Pfeil abgeht, zwischen den Schweinestämmen. Das heißt, hier gibt es auch eine Typhusart oder eine Salmonellenart, die primär in Schweine vorkommt, und dann zum Paratyphus C. Und dieses Ganze datiert so etwa 3600 Jahre vor heute. In dieser Zeit passiert auch sehr viel in der menschlichen Tierhaltung. Das heißt, hier kommt das erste Mal auch größere Tierherden enger in Kontakt mit den menschlichen Bevölkerungsgruppen. Das heißt, hier können wir von einer Art Zoonose sprechen, das heißt einem Wechsel des Hostes oder des Wirtes dieses Bakteriums vom Schwein, also vom Tier, auf den Menschen. Als letztes Beispiel will ich auf die Pest eingehen. Jeder hat wahrscheinlich schon von der Pest und dem Schwarzen Tod gehört. Verursacht wird diese Krankheit durch Yersinia pestis oder durch das Bakterium Yersinia pestis. Es ist eine Infektionskrankheit mit einer hohen Letalität, einer hohen Sterblichkeitsrate, wenn sie nicht behandelt wird. Heute gibt es die Pest immer noch, sie kann aber ganz gut durch Antibiotika behandelt werden, sodass es heute keine globale Gefährdung mehr darstellt. In der Historie haben wir die Aufzeichnung von mindestens drei großen Pandemien. Das erste ist die Justinianische Pest, die etwa 500 nach Christus beginnt und dann einen relativ langen Zeitlauf hat. Dann die zweite Pandemie, die wahrscheinlich jedem am ehesten bekannt ist, der sogenannte Schwarze Tod, der einen sehr kurzen und knappen Zeitraum von 1346 bis 1353 hat, dann aber in Schüben immer wieder auftaucht bis ins 17. Jahrhundert. Und die dritte Pandemie, wo auch das Bakterium charakterisiert wird, wurde, die von 1855 beginnt. Spannend ist, dass es sich um eine reine Zoonose handelt, also eine Krankheit, die immer vom Tier auf den Menschen übertragen wird, da der Mensch eigentlich nicht der primäre Wirt dieser bakteriellen Krankheit ist, sondern alle Nagetierpopulationen. Die Übertragung erfolgt primär über den Floh, das heißt über den Biss des Flohes, werden diese Bakterien in den menschlichen Blutkreislauf hineingebracht. Es gibt drei primäre Formen, einmal die Beulenpest, die wahrscheinlich am ehesten bekannt ist, die halt hier zu so Beulen führt im Lymphsystem, dann zur Lungenpest, die wesentlich schneller tötet, und zur Pestsepsis, das heißt, wenn eine hohe Pestbakterienrate in den Blutkreislauf kommt. Ich will näher eingehen auf die zweite Pestpandemie.
Die erste Welle, wie gesagt, fand 1346 bis 1353 statt. Sie breitete sich relativ schnell aus dem Mittelmeerbereich über ganz Europa aus und wird als erste große Pandemie wirklich, die die gesamte Welt betraf, gekennzeichnet. Es tötete etwa 30 Millionen Menschen in dieser ersten Pestwelle alleine, was so in etwa damals 25-30% der europäischen Bevölkerung äquivalent ist. Danach gab es, wie gesagt, noch zahlreiche kleinere Ausbrüche, die immer wieder schubweise kamen. In einer gerade veröffentlichten Studie haben wir uns nun diese Pestbakterien genauer angeguckt oder die Genome aus diesen späteren Wellen, das heißt nicht direkt aus der primären ersten tödlichen Welle, sondern aus diesen kleineren. Und dort konnten wir feststellen, dass ein Virulenzgen in geringerer Kopienzahl in diesen Genomen vorkommt. Das heißt, hieraus kann man so ein bisschen schließen, dass wahrscheinlich die Virulenz, das heißt also die Tödlichkeit und die Geschwindigkeit der Übertragung dieser Pestbakterien in diesen Stämmen etwas geringer war. Was dazu führen konnte, dass sich sozusagen dieses Pestbakterium an neue Begebenheiten angepasst hat, also entweder an dieses wellenförmige Auftreten oder auch an einen Zwischenwirt, zum Beispiel die Nagetiere. Die Menschen damals wussten auch schon, wie sie sich gegen gewisse Pandemien wehren konnten, wie auch heute in der Covid-Pandemie ist natürlich Abstand das größte Gebot sozusagen und die Hygienemaßnahmen. Und dort waren die Leute auch schon damals, finde ich, sie haben zum Beispiel diese Pesthauben entwickelt oder auch Abstandsregeln oder auch Isolation wie auf der Pestinsel vor Venedig. Das heißt, aus dieser zweiten Pandemie kommt eigentlich sozusagen diese Begriffe wie Isolation oder Quarantäne. Die Pest konnten wir aber in den ADNA-Studien auch schon viel früher nachweisen, in der Steinzeit. Das heißt, schon vor 5000 Jahren haben wir die ersten Nachweise ziehen können aus diesen Knochenproben, dass die Pest, also das Bakterium an sich, schon vorhanden waren und auch im Menschen vorkamen. Etwa ab 1800 vor Christi, das heißt vor 3600 Jahren, entstand oder mutierte dieses Bakterium insofern, dass es übertragbar wurde auf den Menschen über den Floh. Das heißt, dieser Zwischenwirt war nicht von Anfang an gegeben. Und mit diesem Schritt nahm wahrscheinlich auch die Virulenz des Pesterregers stark zu und wurde zur wirklichen Pandemie oder zu einem Bakterium, das Pandemien auslösen konnte. Diese ganz frühen Stämme existierten über einen sehr langen Zeitraum und über einen sehr langen oder großen geografischen Bereich, also von Zentraleuropa bis an den Ural, woraus sich schließen lässt auch, dass diese frühen Stämme eher eine chronische Erkrankung oder vereinzelt auftraten, aber nicht in diesen Pandemieformen, wie wir sie später aus den drei Pestwellen charakterisiert haben. Damit will ich zum Ende meines Vortrags kommen und danke für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Ben, für diesen spannenden Vortrag. Es gibt einige Fragen und einmal ist eine Frage eigentlich nochmal, was ist eigentlich ADNA und gibt es bestimmte Verfahren, mit denen man sie vermehren kann? Ja, was ist eigentlich ADNA? Also ADNA kennzeichnet oder ist einfach alles das, was älter als 70 bis 100 Jahre ist. Was jünger ist, geht eher in den forensischen Bereich. Dies hat einfach mit der Gesetzgebung zu tun, muss man gestehen. Das ist einfach eine Definitionssache. Ansonsten würde man als ADNA alles bezeichnen, was man aus biologischem Material isolieren kann, was alt ist sozusagen. Wie vermehrt man sozusagen diese ADNA? Es gibt verschiedene Techniken in der Molekularbiologie, wie man also DNA vermehrt. Das ist ganz klassisch über die Polymerase-Kettenreaktion geschehen oder wird auch bei uns so getan. Wir versuchen, diesen Faktor möglichst gering zu halten, um dort keine Artefakte entstehen zu lassen. Wie sieht Ihr Arbeitsablauf aus? Würde ich daran anschließen als Frage? Der Arbeitsablauf sieht so ein bisschen aus wie das, was ich gezeigt habe. Also das heißt, zuerst wird dieses Probenmaterial geborgen von Archäologen oder von Anthropologen. Das heißt, wir gehen entweder in die Sammlung oder direkt auf die Ausgrabung und nehmen das Probenmaterial. Dann schleusen wir das Ganze in diesen Reinstraum ein. Dort geschieht als erster Schritt die Oberflächendekontamination. Das heißt, wir versuchen jegliche Verunreinigungen von diesem Knochen zu entfernen äußerlich. Entnehmen dann Knochenmaterial, Knochenpulver und lösen dieses Knochenpulver quasi in einer chemischen Reaktion auf, um halt an die DNA heranzukommen. Und diese isolierte DNA wird in sogenannte Hochdurchsatzsequenzierbibliotheken überführt, die dann auf diesen Hochdurchsatzsequenzierern dekodiert werden. Bis zu welchem Zeitraum ist es möglich, ADNA in Fossilien zu extrahieren und zu erforschen? Wie alt können die Stücke werden?
In systematischen Untersuchungen hat man sozusagen dieses Degradierungsmuster über die Zeit analysiert und rein rechnerisch käme man wahrscheinlich so auf etwa 1 Million Jahre zurück. Die ältesten Nachweise, die bis jetzt publiziert wurden, datieren für die Tiere auf etwa 450 bis 500.000 Jahre und für den Menschen oder beziehungsweise seine nahen Verwandten, also die Hominiden, auf 750.000 Jahre. Ja, dann ein etwas anderer Fragenkomplex. Könnten oder können ausgestorbene Krankheiten in Fundstücken überleben? Und die Frage nach Jurassic Park, ist das nur Fantasie oder kann es möglich sein, dass Dinos oder Neandertaler wieder auf die Erde zurückkommen oder dass man damit wieder ausgestorbene Tiere erschaffen kann mit solchen Informationen? Ja, also die Frage nach dem, ob Bakterien, Viren, also Krankheitserreger wiederbelebt werden können oder uns auch infizieren können aus diesem Knochenmaterial, sehr unwahrscheinlich. Also das, die kompletten Zellen, das Virus oder das Bakterium ist so degradiert, dass die kompletten Zellmembranen fehlen zum Beispiel oder auch die Zellflora, die innen drin gegeben ist. Das heißt, wir haben wirklich nur überdauert die genetischen Informationen. Und selbst diese sind sehr stark fragmentiert. Das heißt, die größten Fragmente, die wir so wiederbekommen, sind etwa 100 Nukleotide lang, was nur ein ganz kleiner Bruchstück ist. Man müsste also diese ganzen Fragmente wieder aneinanderfügen und in eine lebende Zelle sozusagen transferieren, um es wirklich infektiös zu machen, dieses Material. Man kann das so ein bisschen vergleichen auch mit modernen Krankheiten. Also wenn man wirklich in einem Hospital oder in einem Labor sicher gehen will, dass ein Bakterium nicht mehr infektiös ist, würde man genau dies tun. Man würde die Zellmembran aufbrechen und auch die DNA fragmentieren, damit sowas inaktiviert wird. Das heißt, wir können uns wirklich zu 100% sicher sein, dass diese Materialien nicht mehr infektiös oder übertragbar sind. Die Frage nach der Wiedererweckung sozusagen ausgestorbener Tierarten oder von Hominiden, es ist sehr, sehr schwierig. Das heißt, im Moment sind wir noch sehr stark daran gebunden, dass wir eine Art Blaupause brauchen aus der modernen Genetik, an dessen wir uns orientieren können und wo wir versuchen können, alte Genome zu rekonstruieren, um dann Unterschiede festzustellen. Dies wirklich umzusetzen und zu sagen, wir wollen aus diesen einzelnen Bruchstücken wieder ein komplettes Genom in einer funktionierenden Zelle machen, da sind noch sehr, sehr viele technische Probleme gegeben, die so nicht lösbar sind. Bei Viren ist es ein bisschen anders, muss man sagen. Dort gibt es Virenarten, die man sozusagen, wo man nur die DNA braucht, die in eine menschliche Zelle gelangt, um halt diesen Virus wieder zu aktivieren. Ja, und dann eine sehr schöne Frage vielleicht zum Abschluss. Kann man an heutigen Menschen Veränderungen vorfinden, die aufgrund Anpassung an alte Krankheitserreger zurückzuführen sind? Ja, das war zum Beispiel dieses Beispiel der Lepra. Dort haben wir gezeigt, dass dieses eine Gen sozusagen in reduzierter Anzahl vorkommt in der menschlichen Population heute in Europa. Dies macht uns sozusagen unanfälliger gegenüber bestimmter anderer Krankheiten wie diesen entzündlichen Darmerkrankungen oder auch theoretisch, wenn die Lepra wieder auftaucht. Das heißt, Europäer, die in Lepra-Gebiete reisen, die haben eine geringere Wahrscheinlichkeit, dort infiziert zu werden mit der Lepra. Und so ist es für uns oder bei der Arbeitshypothese, die wir verfolgen jetzt auch, dass wir denken, dass weitere Gene auch unter Selektion, unter Einfluss standen. Spannenderweise scheint hier eher die Krankheiten, die über einen langen Zeitraum wirken und die auch soziale Implikationen mit sich führen, einen stärkeren selektiven Charakter zu haben, als plötzlich kurzzeitig auftretende Krankheiten wie die Pest zum Beispiel. Ja, dann kommt noch vielleicht doch noch ein kleiner Nachsatz. Was war Ihr interessantester Fund und was die, häufiger kommt die Frage, was haben Sie studiert? Der interessanteste Fund war bis jetzt wirklich diese Wechselwirkung bei der Lepra, weil wir auf der einen Seite die Evolution des Krankheitserregers nachverfolgen konnten, aber auch einen direkten Einfluss auf das menschliche Genom und auf uns heutigen Europäer sozusagen analysieren konnten. Was ich studiert habe, es wurde, glaube ich, auch schon in der Einleitung gesagt, also ich habe Ur- und Frühgeschichte, also Archäologie studiert und parallel Biochemie und konnte das beides sozusagen in der Promotion vereinen in der Richtung ADNA-Forschung. Und jetzt wirklich zum Schluss, wie trägt Ihre Arbeit zur Arbeit mit heutiger Forschung zu aktuellen Pandemien dar? Kann man also Schlussfolgerungen aus den alten Geschichten zu dem, was heute passiert, stehen? Das ist jetzt wirklich der Bogenschluss, so, was wir am Anfang hatten.
Ja, also es führt natürlich nicht direkt zur Patientenversorgung bei. Das heißt, wir können jetzt nicht direkt in dieser Corona-Pandemie zum Beispiel direkt Anweisungen geben, was sinnvoll wäre und wie Patienten zu behandeln sind. Das heißt, das ist alles Grundlagenforschung. Aber wir können dazu beitragen zum großen Verständnis, wie Viren und Bakterien wechselwirken mit unserem menschlichen Genom und wie vielleicht über diesen langen evolutionären Zeitraum unser menschliches Genom sich auch auf diese pathogene Landschaft sozusagen angepasst hat. Das heißt, wir können vorhersagen, so ein bisschen wie der Mensch auf Krankheitserreger reagiert. Ein spannendes Beispiel ist hier zum Beispiel die Influenza-Pandemie von 1918. Dort konnte auf Grundlage von ADNA-Forschung sozusagen dieses alte Virus rekonstruiert werden. Und dies hat die WHO auch zum Anlass genommen, diesen speziellen Stamm oder diese Art der Influenza-Viren als Hochrisiko einzustufen. Das heißt, wenn dieses Virus in ähnlicher Form wieder auftritt, zum Beispiel in Tieren, läuten dort die Alarmglocken und es werden bestimmte Impfstrategien angeboten für die Influenza, die halt auf die Grundlagenforschung sozusagen in der Art ADNA zurückzuführen sind. Ja, vielen Dank, Ben, für diesen schönen Vortrag. Und meine Damen und Herren, liebe Schülerinnen und Schüler, damit kommen wir zum Schluss dieser Veranstaltung. Wir haben einen weiten Bogen geschlagen von der heutig aktuellen Pandemiesituation bis in die tiefe Vergangenheit hinein. Sie haben gesehen, dass diese Pandemie, die wir heute haben, nicht ein erster Einzelfall in der Geschichte war. Sie haben auch gesehen, dass man so eine Pandemie und ihre Entwicklung mathematisch analysieren kann. Wir haben gesehen, welche Rolle Pandemien in der Pflanzenwelt spielen, was das für den Menschen und seine wirtschaftliche Situation bedeutet. Und wir haben aber auch gesehen, dass das Verständnis der Evolution, evolutionärer Mechanismen uns helfen kann, mit Krankheiten anders umzugehen. Das ist eine wichtige Erkenntnis und das, was wir heute erleben, was wir in der Vergangenheit erlebt haben, ist ein Phänomen der Evolution. Das sind evolutionäre Prozesse, die sich gerade abspielen oder abgespielt haben. Je mehr wir darüber lernen, desto besser können wir auch etwas für die Gesundheit des Menschen tun und verstehen, was passiert und welche Maßnahmen man bei Bakterien und vielleicht auch bei Viren ergreifen kann. Ich möchte mich an dieser Stelle dann bei allen möglichen Teammitgliedern bedanken. Zunächst einmal meinen ganz herzlichen Dank an das Kamerateam hier, das diese Veranstaltung in dieser tollen Technik überhaupt ermöglicht hat und ohne dass wir diese Qualität, diese Möglichkeit gar nicht gehabt hätten. Herzlichen Dank. Dann möchte ich mich bei dem Organisationsteam nochmal bedanken, die mit ganz viel Einsatz und ganz viel Mitdenken und ganz viel Herzblut diese Veranstaltung strukturiert und organisiert haben. Und ich möchte mich natürlich dann auch bei allen Rednerinnen und Rednern, die sich die Zeit genommen haben, heute ihre Vorträge hier zu halten und die auch das zu vermitteln, was sie heute hier gelernt haben, dass sie heute hier waren. Das waren alles großartige Vorträge. Herzlichen Dank nochmal an alle Redner an dieser Stelle. Und natürlich Ihnen allen für Ihre Teilnahme und Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen, dass Sie gut durch diese schwierige Zeit kommen, dass Sie heute für das Verständnis von evolutionären Prozessen und den Anwendungen auf die Pathogene, auf die Gesundheit des Menschen viel mitgenommen haben. Wir werden Ihre Fragen weiterhin beantworten. Bleiben Sie gesund, alles Gute und tschüss, bis bald.